Ja, herzlich willkommen, liebe Community, zum ersten DNOG Leadership Meetup. Die letzten 12 Monate waren für alle von uns eine besondere Situation, die vor allem für die Leader unter uns und die Leaderinnen unter uns eine besondere Herausforderung war. Viele Unternehmen, Teams, aber auch Menschen haben nach kreativen Lösungen gesucht, denn anders als sonst gibt es für diesen Fall oder für diese Pandemie und für diese Situation kaum Erfahrungswerte bzw. Best Practices. Das wollen wir ändern. Gemeinsam mit euch wollen wir eine Meetup-Serie starten mit Leadern, Unternehmen, die ihre Ansätze, ihre Erfahrungen, ihre Wege durch diese Krise und durch diese letzten 12 Monate vorstellen, um euch Denkanstöße und Ideen zu geben. Wir freuen uns über eure Einsendungen für Ideen und Vorschläge. Wir haben ganz besonders einen Hinweis hier für euch dabei, dass diese Serie, diese Meetup-Serie und auch die Vorträge, die ihr gleich hören werdet, keinen Anspruch auf die Wahrheit, Vollständigkeit oder Universalität haben. Sprich, ihr präsentieren euch, Leader, Leaderinnen, Unternehmen, ihre Vorgehensweise, ihre Ideen und ihre Erfahrungsberichte. Genau, von mir auch hallo und danke Theo für die Einleitung. Ein paar Hinweise noch, Regeln vielleicht dazu, wie wir uns das hier wünschen würden oder vorstellen. Wir sind hier öffentlich und das ist allen bewusst, aber nichtsdestotrotz wäre es schön, wenn wir alle die Inhalte weitestgehend vertraulich behandeln könnten. Also es wäre schön, wenn da kein Name and Shame, Twitter, der und der hat das und das gesagt, folgen würde. Weil, wie gesagt, es sind alles Erfahrungsberichte und Beobachtungen. Keiner hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Wir wollen alle ein bisschen dazulernen. Und dazu wollen wir eine möglichst vertrauensvolle Atmosphäre halt schaffen. Zu Fragen, die aus den Vorträgen resultieren, haben wir im Venueless ein Q&A-Tool. Bitte platziert eure Fragen dort. Es gibt am Ende eine gemeinsame Q&A-Session, wo wir die dann eine nach der anderen beantworten. Ansonsten benutzt gerne die Chaträume und die Emoji-Reaktionen. Es gibt auch im Venueless die Möglichkeit, dieses Meetup zu raten. Macht auch davon Gebrauch, vorzugsweise hinterher. Und ansonsten haben wir die ganz normalen Regeln und Wünsche, die wir für jedes Meetup haben, nämlich das offen zu gestalten, tolerant zu sein, Diskriminierung zu vermeiden und professionell zu bleiben. Bei Konflikten eine E-Mail an Vorstand@denog und noch ergänzend speziell zu dieser Meetup-Serie, wenn ihr Themenvorschläge für zukünftige Meetups habt, dann schreibt gerne eine E-Mail an theo@denog.de oder malte@denog.de. Wir sind hochinteressiert daran, über welche Themen wir uns in Zukunft noch unterhalten könnten. Es muss nicht immer alles um Pandemien und Work from Home gehen. Leadership umfasst so viel mehr und es gibt viele spannende Bereiche, über die man sich unterhalten kann. Also wenn ihr da spezielle Themenvorschläge, Wünsche oder Interessen habt, lasst es uns gerne wissen. Zur Agenda, die ist so, wie sie auch auf der Website präsentiert wurde. Wir haben 4 Speaker heute. Danach machen wir eine kurze Bio-Break, kurze Pause und danach eben die erwähnte gemeinsame Q&A-Session mit allen Speakern. Und damit können wir auch schon direkt in den ersten Vortrag gehen. Ja, vielen Dank an alle Speaker, dass ihr euch teilweise sehr kurzfristig bereit erklärt habt, eure Wünsche, eure Visionen, eure Erfahrungen hier zu teilen. Der erste Speaker heute wird Matthias Maurer sein, Head of Product Management von der Deutschen Telekom.
Jetzt. Sehr schön. Ja, hallo nochmal. Herzlich willkommen, Matthias. Vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, heute ja, deine Sichtweise, deine Erfahrung oder eure Erfahrung zu teilen und uns einen Ausblick darauf zu geben, wie ihr ja, mit dieser Situation umgehen werdet oder umgegangen seid. Vielen Dank. The stage is yours. Gerne. Okay. So, ja, hallo zusammen. Mein Name ist Matthias Maurer. Also ich bin Produktmanager und Leiter des Produktmanagement im internationalen Wholesale bei der Deutschen Telekom. Das ist Global Carrier und mache das schon seit 12 Jahren. Und wenn es jetzt um das Thema Mitarbeiterführung über Distanz geht, da habe ich vielleicht einen kleinen Vorteil, weil ich schon seit vielen Jahren eigentlich Teams führe, die nicht unbedingt am Standort Bonn sitzen. Also ich führe zurzeit ein Team mit 11 Produktmanagern und 4 Sales Supportern. Davon sind 3 sowieso im Ausland, einer auch nicht in Bonn, der Rest sitzt in Bonn, sodass es schon immer letztendlich so ein bisschen das Thema war, wie kriegt man alle zusammen, und will euch eben heute kurz berichten, wie so meine Erfahrung mit dem Thema ist und letztendlich meine Vorschläge, mit dem Thema umzugehen. Ich habe da das Bild mit den Wölfen gewählt. Man hätte genauso gut eine Schafherde nehmen können. Das Bild der Wölfe, weil wir denken, das ist ein Rudel. Idealerweise ist das so. Das hat man ein gemeinsames Ziel. Man geht gemeinsam auf die Jagd. Man zieht gemeinsam Kinder auf oder Junge auf. Man ist füreinander da. Das ist eigentlich so das Idealbild, wie man sich so ein Team vorstellt. Alle haben das gleiche Ziel, alle arbeiten daran, das gleiche Ziel zu machen, und alle verstehen sich und sind eng letztendlich in dem Rudel zusammen. Dass das Idealbild nicht immer so der Fall ist, das wissen wir aus der Realität. Das heißt, man hat selbst, wenn man eine homogene Gruppe hat oder denkt, man hat eine homogene Gruppe, gibt es dann immer doch ein paar Kollegen oder ein paar Leute, die einfach vielleicht anders ticken als der Rest, die vielleicht auch ein bisschen außerhalb der Gruppe stehen, wo du als Führungskraft sowieso immer etwas mehr Zeit investieren musst, dich den Kollegen anzunehmen, mit den Kollegen zu reden, die auf das Ziel einzustimmen und vielleicht auch einfach ein bisschen enger zu führen als der Rest, der vielleicht alleine läuft. Was jetzt mit Corona passiert ist, was eigentlich nicht passieren sollte, aber was vielleicht am Anfang so war, wo ich auch sagen musste, da hatte ich, obwohl ich eigentlich dachte, ich kenne das Team gut, doch einige feststellen müssen, dass ich mehr Einzelgänger hatte, als ich mir eigentlich am Anfang vorstellen konnte. Also ich musste jetzt nach einem Jahr Corona, einem Jahr Homeoffice doch feststellen, dass das Team doch nicht so alleine rennt, wie ich mir das vorgestellt hatte. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt nur Leitwölfe hatte oder Lonely Wolves, die allein umherziehen und ihr Ding machen. Das war es definitiv nicht, aber es war schon so, dass ich gemerkt habe, einige Kollegen brauchen deutlich mehr Aufmerksamkeit, wo ich eigentlich gedacht habe, die sind eigentlich fest integriert, da musst du dich nicht groß kümmern, die laufen alleine, die wissen, was Sache ist. Das war es tatsächlich nicht. Also ich war doch erstaunt festzustellen, was da diese nicht täglich im Büro zu treffen, sich vielleicht auch nicht täglich telefonisch auszutauschen, was das doch eigentlich mit einem macht. Und die Frage war natürlich jetzt, wie kriegt man die zusammen? Also wie kommt man letztendlich diesem ursprünglichen Idealbild möglichst nahe? Und ich habe da so ein paar Empfehlungen. Jeder Jack ist anders, wenn man bei uns im Rheinland sagt, das trifft auf definitiv nicht immer auf alle zu. Was ich eben festgestellt hatte, das Thema Empowerment hilft enorm. Das heißt, wenn ich meinen Kollegen schon im Vorfeld extrem viel Gestaltungsspielraum gegeben habe, denen klar gesagt haben, das ist euer Bereich, da macht ihr, was notwendig ist. Ihr seid in eurem Thema sowieso besser spezialisiert als vielleicht ich. Dann hat das auch jetzt eigentlich während der Corona-Zeit geholfen. Also ich denke, wer vorher ein Micromanager war, der hatte jetzt während der Corona-Zeit eine extrem schwierige Zeit, weil ich kann mir vorstellen, dass dann das extremst zeitaufwendig ist, in Zeiten von Corona mit Homeoffice Micromanagement durchzuführen. Also meines Erachtens wird das funktioniert sowieso nicht, und in Zeiten von Corona mit Homeoffice erst recht nicht. Also das hat schon sehr, sehr geholfen, dass jeder eigentlich frei wählen konnte, was er macht, wie er es macht und da empowered war.
Was ich auch noch sehr für sehr, sehr sinnvoll halte, das geht natürlich jetzt bei einem kleineren Team von 11 relativ gut. Bei euch wird es vielleicht einige Kollegen geben, die deutlich größere Teams führen. Da ist das vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber ich denke, es ist sehr, sehr sinnvoll und hilfreich, wenn man die Kollegen kennt. Und ich meine, mit kennen meine ich jetzt nicht nur Namen kennen und Funktionen, sondern auch wissen, was da Privatsache ist. Also was und auch so gut kennt, dass man da offen miteinander redet, jetzt nicht nur über Dinge von der Arbeit, sondern auch über private Dinge, die einem vielleicht dann auch eher die Sorgen mitteilen, die sie haben, und man über diese Themen bespricht, als jetzt nur Arbeitsaufträge 1, 2, 3, 4 und wo stehen wir und was ist passiert. Was ich auch feststellen musste, und dass Team-Calls sind nicht genug, weil das Problem ist bei diesen Team-Calls letztendlich, man hat immer ein paar Leitwölfe dabei, die sich sehr nach vorne drängeln, und man muss höllisch aufpassen, dass die anderen, die vielleicht ein bisschen stiller sind, nicht untergehen. Und ich musste das jetzt während diesem Jahr feststellen, dass diese Team-Calls vielleicht einmal die Woche, dass das einfach nicht funktioniert hat. Das heißt, ich musste dann noch mit einigen Kollegen dann Bilaterals machen, also dass wir dann einmal in der Woche, auch wenn es nur eine halbe Stunde ist, miteinander so sprechen, einfach um zu gucken, dass sie nicht abgehängt werden. Das war einer der Lessons learned, wo ich am Anfang dachte, das braucht's nicht, aber das braucht's und das braucht's sehr, sehr intensiv. Und meistens ist es auch so, dass die halbe Stunde dann eigentlich nicht reicht. Mit dem verbunden auch der Punkt Nummer 4, nimm dir Zeit und hör zu, auch wenn jetzt Dinge besprochen werden, die nicht unbedingt zwingend zur Arbeit gehören. Und was natürlich jetzt auch während der Corona-Zeit passiert ist und wahrscheinlich geht es vielen von euch so, ich habe das Gefühl, ich arbeite deutlich mehr und ich muss mir mittlerweile die Mittagszeiten fest in meinem Kalender buchen, sonst sind sie auch noch zu. Ich bin früher am Schreibtisch, höre später auf und da fällt dieser Punkt 4, nimm dir Zeit und hör zu, gerne mal hinten runter. Das heißt, es ist wirklich so, 3 und 4 Team-Calls sind nicht genug. Das heißt, bilaterale Meetings aufsetzen, Calls aufsetzen und dann Zeit nehmen und zuhören ist extrem wichtig. Bei 5, da bin ich froh, dass das jemand aus meinem Team übernommen hat, wo ich aber feststellen musste, das hält viel zusammen und das macht auch Spaß. Es gibt so Fun-Events, wo man als Team im Internet irgendwelche Aufgaben erledigen muss. Eine Kollegin hat das jetzt angefangen und jeder aus dem Team freut sich drauf, wenn das passiert. Wir haben das momentan alle 2 Wochen. Finde ich eine klasse Sache, macht Spaß. Und man macht da etwas zusammen, was jetzt wirklich beim besten Willen nichts mit der Arbeit zu tun hat. Ja, doch, läuft über Internet, von daher ein bisschen was. Und auch der Punkt 6, das war ein Lessons learned für mich. Ich, wie gesagt, bin kein Micromanager. Ich lasse eher lange Leine. Ich bin viel zu faul vom Micromanagement. Aber was ich wirklich feststellen musste, wegen bei dem Thema Corona und Homeoffice, man muss an diesen Themen dranbleiben. Man muss auch an den Leuten dranbleiben. Also ich hatte relativ schnell dann die Übersicht verloren. Sonst im Büro war es einfach mal so, man kriegt das so automatisch mit. Wir haben Großraumbüro, der eine ruft was rein, der andere ruft was rein. Ich wusste eigentlich immer Bescheid, wer gerade an welchem Thema ist. Das war dann auch plötzlich weg und deswegen auch der Punkt 6, dranbleiben. Das heißt wirklich schauen, wo sind die Kollegen, an was arbeiten sie, was ist der Fortschritt, wo sind die Probleme. Vielen sagen das auch nicht unbedingt, wenn es ein Problem auftritt. Das heißt dranbleiben an den Kollegen, sowohl was Business angeht, vielleicht auch was das Privat angeht. Ja, damit bin ich eigentlich schon mit meinem kleinen Vortrag am Ende. Das waren so meine Lessons learned aus der Zeit jetzt mit Corona und deswegen gebe ich jetzt auch gerne weiter an den nächsten Redner. Ja, Matthias, Dankeschön. Vielen, vielen Dank, dass du hier präsentiert hast und deine Erfahrung geteilt hast. Matthias steht gleich bzw. nachher dann in der Q&A-Session auch noch zur Verfügung, wenn ihr Fragen habt an Matthias, stellt die gerne über den Chat. Und dann bedanke ich mich, Matthias, und gebe weiter an Malte für den nächsten Speaker. Alles klar.
So. Ja, vielen Dank. Und als nächsten Speaker freue ich mich, Mark Korthaus, den CEO von der SysElevn, zu begrüßen. Hallo. Wir freuen uns insgesamt, dass wir Speaker aus ganz vielen unterschiedlichen Positionen und auch Nischen unserer Branche hier gewinnen konnten. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, was du uns aus deinem Blickwinkel zu berichten hast, Marc. Insofern, stage is yours, wie Theo sagt. Vielen Dank, sehr gerne. Hallo, mein Name ist Marc Korthaus. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der SysElevn GmbH, Berlin, 110 Mitarbeiter, einen kleineren Glasfaserring durch Deutschland, der so ein paar Lokationen miteinander verbindet. Ich hoffe, ihr peert alle mit uns. Wenn nicht, wir wollen mit euch peeren. Sprecht den Vinzenz an, der hilft euch, sollte da irgendwas nicht laufen. Der Theo hat mich gefragt, ob ich meine Lessons learned oder auch Ideen einbringen kann, und das mache ich natürlich gerne. Die Situation bei Corona stellt sich aus meiner Sicht, alles natürlich nur meine 2 oder 5 oder 1,5 Cent, Corona wird bleiben, ähnlich wie Masern. Ich glaube, das Ding geht nicht mehr weg, das mutiert munter vor sich hin, das heißt, es wird ab sofort jedes Jahr geimpft, und damit ist auch das Homeoffice gekommen, um zu bleiben. Benutzt vorzugsweise aus rechtlicher Begründung heraus den Begriff Remote Office, weil Homeoffice ist in der Gesetzgebung ein bisschen anders verankert. Da gehen ganz viele Rechte mit einher, und mit dem Wort Remote Office haltet ihr euch ein paar von den Problemen, die das bringen kann, vom Leib. Wer Kinder hat, ist in meiner Erfahrung chancenlos, wenn nicht einer der beiden Eltern die Kinder übernimmt. Aber selbst das ist für viele, die 1, 2, 3 Kinder haben im Kita-Alter, eine relativ problematische Situation. Das heißt, was automatisch passiert, ist, dass aus Zeitarbeit Vertrauensarbeit wird. Das ist für fast alle eine Umstellung, weil wir haben es gerade beim Matthias ja auch schon gehört und hat mich auch bestätigt, dass diese Ergebnisorientierung halt ganz viel fallen lässt, was früher selbstverständlich war, dass man miteinander redet, dass man mitkriegt, woran der andere arbeitet. Das heißt, auch als Teamlead ist für viele unserer Kollegen die Aufgabe, das Ergebnis sauber zu definieren. Und ihr kennt wahrscheinlich diese SMART-Zieldefinitionen, die man machen kann, und vielleicht arbeiten einige von euch auch mit Objectives und Key Results aus dem Hause Intel. Aber am Ende des Tages zu lernen, zu definieren, Ziele zu machen und die Leute dabei zu begleiten, scheint eine der größeren Aufgaben zu sein. Was sind die Konsequenzen, die sich daraus ergeben? Die Teammitglieder sind durch die Reihe alleine, das heißt, das klingt jetzt so profan und auch selbstverständlich, aber die sind halt wirklich alleine. Das heißt, die insbesondere Teamleads springen ja ganz oft von einem Meeting ins andere. Das geht vielen Mitgliedern eines Teams nicht zwingend so. Das heißt, was sich bei uns bewährt hat, ist so Teamräume zu machen, in die Leute den ganzen Tag kommen. Wir haben also im Chat dann oben drüber so einen Link, meistens so ein Google Meet oder irgendein anderer Kram. Und da können die Leute rein, und die sind da alle gemutet, aber sie sind da online miteinander. Und das heißt, wir haben so virtuelle Teamräume. Die Rechnerarbeit nimmt zu, jetzt auch keine Rocket Science, dass das hier steht, ist aber deswegen relevant, weil Arbeiten am Rechner ist körperlich am Ende des Tages wirklich anspruchsvoll, weil Bewegungsmangel eintritt und so eine depressive Grundstimmung zunimmt. Das ist etwas, das wir vermehrt gesehen haben. Das betrifft nicht nur Mitarbeiter, die ohnehin, sagen wir mal, eine Vorbelastung haben. Die kann familiär sein, die kann privat sein, die kann sich auch aus einer anderen Situation ergeben. Aber was wir auch festgestellt haben, ist, dass insgesamt so auf der Skala zwischen 1 und 10, wie gut geht es mir, alle 2 Punkte schlechter raten. Also allen Kollegen und Kolleginnen geht es schlechter. Was automatisch auch heißt, dass der Stresslevel steigt. Und das wiederum bedeutet, dass wir in einer Abwärtsspirale sind. Das heißt, der Level geht immer weiter nach unten. Also ich habe Stress mit mir selber, dann bin ich wahrscheinlich auch weniger aufmerksam und weniger positiv meinen Kollegen und Kolleginnen gegenüber. Dadurch steigt der Stresslevel noch mehr. Und wir haben relativ viele Situationen gehabt, in denen selbst ernsthaft seniorige Mitglieder des Leadership-Teams sich
sozusagen in ein Thema miteinander verbissen haben. Wenn man die jetzt in einem normalen Meetingraum gehabt hätte, wäre das überhaupt keine Baustelle. Dann würden die sich kurz sehen und dann wäre das Thema vom Tisch. Das heißt, Körperhaltung geht verloren. Die Leute sehen sich nicht. Die sehen nicht, ob sie jetzt mit den Händen fuhrwerken. Je nach Kamera ist das auch schlecht. Wenn die jetzt mitunter dann auch noch eine schlechte DSL-Verbindung oder irgendwas anderes haben, dann sieht man da gar nichts. Dann sind die eventuell sogar nur im Call mit dem Telefon drin. Und das macht es insgesamt schwierig, Zeichen zu lesen. Und dann kommt eine Sache dazu, immer unter Stresssituationen. Ich habe einen guten Freund, der hat immer gesagt, unter Druck entstehen Diamanten. Das mag jetzt für diese Situation sicherlich auch gelten, aber hier ist in der Tat er gemeint, unterstützt mich mein Arbeitgeber, kann ich meine Teams unterstützen und so diese Stunde der Wahrheit schlägt so ein bisschen. Also wie viel Miteinander schaffe ich es als Team, die zu erstellen. Das bedeutet eine besondere Situation, nämlich ihr müsst andere Maßnahmen machen oder andersrum, nicht ihr müsst nämlich gar nichts, sondern wir haben dann Maßnahmen ergriffen. Wir haben versucht, Anschaffungen im Homeoffice unkompliziert zu machen und so Pauschalen. Also du sagst einmal, was du kaufen willst und das kaufst du halt. Und da gibt es dann eine Pauschale, das sind ein paar hundert Euro, wenn es ein neuer Arbeitsplatz ist, auch mehr. Und das sollen die sich einfach so machen, wie sie es wollen und wir geben lieber in internen Blogbeiträgen weiter, was denn bei anderen gut funktioniert hat. Wir wollen die Quittung sehen, dann erstatten wir das Geld und dann ist auch gut. Leute, die das Geld nicht vorstrecken können, da kauft dann das Office Management die Sachen und lässt die dann an die Adresse liefern. Wir haben sowas wie einen Corona-Officer installiert, das heißt jemand, der so ein bisschen die Nachrichten verfolgt, die Regeln verfolgt, die es da gibt. Das kann eine Assistenz machen, das kann ein Teamlead machen, das kann jemand machen, der vielleicht zu Hause noch jemand in der Familie, der medizinisches Personal macht. Und das funktioniert ganz gut, dass man so einen hat, der die Aufgabe hat, sozusagen alle neuen Regeln regelmäßig in das Leadership-Team zu schicken. Was wir gemacht haben, ist, wir haben Antigen-Tests gekauft, lange bevor die freigegeben waren zur Nutzung. Wir haben es einfach gemacht. Bei praxisdienst.de kann man die bestellen. Man kann die aber auch, also wenn man jemanden hat, der eine Apotheke hat im weiteren Familienkreis oder im Bekanntenkreis, dann kann man die auch darüber machen. Wir haben Masken bestellt, und zwar ein paar tausend Stück und haben die unseren Mitarbeitern nach Hause geschickt. Wir haben so Care-Pakete gemacht, das hat ganz gut funktioniert. Und wir bloggen regelmäßig darüber, was wir uns denken. Wir machen Umfragen, wie es den Leuten geht und das funktioniert eigentlich ganz okay. Das Socializing habt ihr gerade schon bei Matthias gehört. Macht davon lieber ein bisschen zu viel als zu wenig. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es sehr von den Tools abhängt, ob das funktioniert. Die Idee zu sagen, wir jedes Team darf das ausprobieren, die Firma zahlt das auch alles, aber es muss einen kleinen Blogbeitrag dazu geben, was wir gemacht haben. Und dann gibt es so ein paar Spiele, die man online machen kann. Es gibt so eine Spielebibliothek. Bei Berlin Cuisine kann man sich zur Weihnachtsfeier auch Sachen nach Hause schicken lassen mit das ist wirklich eine Gans, so eine Weihnachtsgans oder so, und die muss man dann nur noch im Ofen ein bisschen warm machen. Ziemlich gute Qualität, sehr edel. Es gibt Wein- und Gin-Tastings, die man sich an seine Teammitglieder schicken kann. Und sowas würde ich empfehlen, mindestens einmal im Monat zu machen. Ist in der Regel relativ teuer, aber die Leute entgleiten nicht. Lunches, wo man einfach zusammen kocht und das iPad neben den Herd stellt und dann guckt, dass man zusammen kocht, kann auch funktionieren. Also zum Teil ist es auch völlig egal, ob es dann zu laut ist oder ob die Qualität ist, dass man es einfach regelmäßig macht. Und dann gilt auch sowas wie Anwesenheitspflicht, weil die Leute in der Regel keinen Bock mehr haben, abends auch noch vorm Rechner zu sein. Aber es funktioniert eben nicht, wenn man es nicht tut. Deswegen, was ich vermehrt gemacht habe, ist, das geht natürlich nicht, wenn man nicht in einer Stadt ist, dass man sich trifft und zusammen spazieren geht. Das war jetzt, als es so ganz kalt war, natürlich keine Option oder eher nicht so eine beliebte Option, sondern das geht jetzt ganz gut, wo die Sonne ein bisschen rauskommt, dass man ein Meeting macht, dabei spazieren geht. Mit Maske, ohne Maske könnt ihr natürlich entscheiden, aber einfach so Walk and Talk. Ich habe noch ein paar Meetings-Ideen für euch mitgebracht, die ihr vielleicht schon gesehen habt, vielleicht nicht. Wenn nicht, dann ist es eine Inspiration, die ihr mal mitnehmen könnt. Den Chat eines Meetings könnt ihr ganz gut einbinden, um insbesondere, wenn ihr mit mehreren Leuten in einem Team seid, zu sagen, hey, ich möchte gerne so ein, ich möchte jetzt von euch einen Vorschlag haben, welches Social ihr machen wird. Dann macht man nicht reihum, jetzt sagst du was, jetzt sagst du was, jetzt sagst du was, sondern packt das doch bitte alle in den Chat und jeder sagt ein bisschen was.
Das funktioniert ganz gut, wenn man den Chatter so aktiv einbindet. Eine weitere Möglichkeit ist oder sollte, also hat bei uns gut funktioniert, ist regelmäßig Pausen zu machen, wirklich so jede Stunde auch mal 5 oder 10 Minuten Pause machen, bei insbesondere bei längeren Strategie-Meetings oder längeren Sessions. Eine weitere Empfehlung ist, dass ihr mit Icebreaker arbeitet, also was war das positivste Erlebnis im letzten Monat, das du privat hattest, oder wenn du ein Haustier wärst, welches wärst du gerne oder was auch immer. Und ein bisschen auch insgesamt mehr lächeln ist total hilfreich, insbesondere als Führungskraft. Manchmal wirkt das ein bisschen künstlich, weiß nicht, ob ihr da so YouTube-Videos mal zugesehen habt, gibt es ein paar ganz nette. Wenn ihr selber mehr lächelt, dann hat das einen positiven Einfluss auf den Hormonhaushalt und einfach nur lächeln macht was mit der Stimmung im Team und die bewusst zu beeinflussen ist wichtig. Körperhaltung ist wichtig, also Stirnrunzeln oder andere Sachen werden viel intensiver wahrgenommen, haben wir gemerkt. Auch da einfach versuchen, bewusst damit umzugehen. In längeren Meetings bestimmen wir immer einen Moderator, also Meetings über eine Stunde, einen Moderator, einer ist Moderator, da rotieren wir auch die Rollen, sodass jeder mal Moderator ist, damit er auch weiß, wie anspruchsvoll das mitunter ist. Wir haben einen Timekeeper, der dann wirklich so ein 30 Sekunden Überlegenszeit, 2 Minuten Überlegenszeit, je nachdem, welche Aufgabe es ist, oder wenn man ein Dokument zusammenliest, eine 10 Minuten Timer hat. Einer kann die Agenda verwalten und Gesprächsnotizen erfassen beziehungsweise Ergebnisnotizen. Und wir haben noch diese Kärtchen. Das ist manchmal hilfreich, wenn die Leute dann sozusagen den Ton aushaben. Hier, try to reboot oder be right back, wenn man mal schnell weg muss. Oder wir haben diese hier oder Elmo, ja, also enough, let's move on, bad connection und so sagen, die halten wir dann rein und es ist manchmal auch ganz lustig, weil die kann man lesen und davon haben wir ein paar gemacht. Also können wir euch schicken, wenn ihr welche haben wollt, schicken wir euch die gerne, haben wir ein paar gemacht. Was haben wir noch gemacht? Eine Sache, die ich im Laufe der letzten Jahre lernen durfte und mir insgesamt nicht nur beruflich, sondern auch privat geholfen hat, ist, dass ich versuche, in Dialogen mit Menschen zu paraphrasieren. Also ich wiederhole Dinge, die ich verstanden habe. Habe ich richtig verstanden, dass du XYZ meinst und machen möchtest? Das Ganze möglichst gewaltfrei zu kommunizieren, also immer von sich selbst auszugehen und nicht zu sagen, du hast oder du musst. Und wenn das, dann habt ihr eben bei mir wahrscheinlich auch gemerkt, nicht ihr müsst, sondern ihr könnt oder ich habe gelernt oder meine Wahrnehmung ist, meine Theorie ist, das haben wir in Meetings ganz oft, also ich denke das und nicht du das machen sollst, sondern ich denke, sowas könnte eine Lösung sein oder meine Idee ist folgende. Und dadurch, dass man etwas in die Mitte legt und sich jeder das sozusagen rausnehmen kann, was ihn interessiert, wird insgesamt gewaltfreie Kommunikation viel einfacher. Genau, Positivität habe ich eben schon gesagt, lächeln, aber vor allen Dingen auch, was war denn gut? Ja, was ist denn gut an dieser Lösung? Die Leute loben uns oder auch mal sagen, auch wenn man es vielleicht gar nicht 100% so machen würde, wie es jetzt vorgeschlagen ist, dass dieses Empowerment, das der Matthias auch erwähnt hat, zu sagen, wir machen es genau so, wie du es gerade gesagt hast. Und es kommt auf den ersten, wenn man das so sagt, beim ersten Mal kommt es total übertrieben rüber. Aber es macht was mit den Leuten. Und dann, wenn ihr über Dinge redet, was hilfreich sein könnte, ist, dass ihr über Rollen und nicht über Menschen redet. Und das ist einfach, wir brauchen eine Rolle, die Folgendes macht. Oder zu der Rolle gehört für mich XYZ. Dann ist man auch in der gewaltfreien Kommunikation. Das hilft insgesamt ein bisschen weiter. Und am Ende ein 10-Finger-Rating für längere Meetings. Also hier, das war eine 10 oder das war eine, keine Ahnung, eine 6 oder eine 7. Und alles unter einer 7 muss man schriftlich begründen, indem man sagt, hey, was würdest du beim nächsten Mal besser machen, wenn du weniger als eine 7 gibst? Auch hilfreich ist, dass man nochmal so, also ist diese Chat-Einbindung, ne, dass ihr, Moment, genau hier, alle Mikros anmacht, wenn das Team nicht so groß ist. Manchmal hört man dann Geraschel und Geruschel und manchmal stört das auch, wenn, keine Ahnung, die Waschmaschine mal nachhört im Hintergrund, dann ist nervig, dann würde ich es auch nicht anmachen, aber wenn die Leute eigentlich ruhig sind, dann ist das eine angenehmere Arbeitsatmosphäre, wenn man das eben nicht macht.
Die Aufgaben, die wir sehen für Führungskräfte, sind diese Pulschecks, also nachzuhaken, hey, wo stehst du, was, wie geht's dir, funktioniert das, was du brauchst, hast du alles, was du brauchst, das auch in dem Unternehmen einzufordern, hey, mach das bitte in allen Teams und ich möchte, dass ihr es auch in meinen Teams macht. Ihr könnt das auch selber machen. Wenn jemand ein Problem mit einem anderen Team hat, nicht das Thema delegieren, sondern als Führungskraft lieber einmal mehr mitzunehmen und selber versuchen zu klären, anstatt sozusagen, jetzt gehst du mal dahin und sprichst mal mit dem, weil diese Dreiecke meistens gar nicht so gut funktionieren und es manchmal obenrum besser ist, wenn man sozusagen das, was man sonst als Rückdelegation bezeichnen würde, hier wieder mitnimmt. Ein Thema, das ich lernen musste und auch eine Reihe von unseren Führungskräften, ist diese eigene Energie, die man so hat, aktiv zu managen, also wirklich zu gucken, okay, ist es jetzt gut, wenn ich das Meeting mache oder verschiebe ich es lieber? Habe ich noch Energie dafür? Wie gehe ich selber mit meiner Energie um? Was tut mir gut? Also tut mir Meditieren gut? Tut mir Sport gut? Weiß ich nicht. Hat jeder ein bisschen einen anderen Ansatz, aber da einfach auf sich selbst zu hören und zu gucken, habe ich die Energie, das zu tun, was ich machen will. Dann das, was der Theo und der Martin hier schon gestartet haben, ist, glaube ich, total geil. Deswegen war ich auch sofort dabei, nämlich so ein Team-Lead-Zirkel zu etablieren innerhalb eurer Firma. Das ist sehr hilfreich. Was läuft gut in den Teams, was läuft nicht, wie handhabst du eine Eskalation, die so und so aussieht, mit den anderen Teamleads im Austausch zu bleiben und das Ganze aber natürlich auch firmenübergreifend, so wie hier, super Sache. Eine Sache, die ich von einem Projektleiter bei BMW gelernt habe, war, dass wenn sozusagen meine eigene Energie leer ist, dass der gesagt hat, hey, wir haben jetzt 15 Uhr, heute keine schlechten Nachrichten mehr. Ich will keine schlechten Nachrichten mehr, morgen nehme ich wieder welche. Außer natürlich ist super dringend, ist ein Inzident und so brauche ich ja leider auch dann tendenziell eher die Menge der Inzidenz dann auch entscheidend über die Menge der schlechten Nachrichten. Aber sowas kann auch helfen, einfach zu sagen, hey, kann das Thema warten bis morgen? Wenn es so schlechte Nachricht ist, dann sagst du mir bitte erst morgen. Und meistens ist es dann gar nicht so schlimm, wenn man es dann am anderen Tag hört. Wir machen ein paar Team-Challenges, also Sport, Ernährung, jemand will eine Sprache lernen oder will, keine Ahnung, so und so viele Schritte am Tag machen. Und das macht man firmenübergreifend im Wiki, das funktioniert ganz gut. Und ein magischer Satz ist dieses, was brauchst du von mir, damit du da vorwärts kommst? Was muss passieren, damit du das Problem lösen kannst? Fällt dir was ein, was du machst? Und dann zu sagen, okay, das und das kann ich dir geben, das und das musst du gucken, wie du dir das selber erstellst oder was du, also man muss nicht alles annehmen an Problemen und für den Mitarbeiter lösen. Es gibt so Sportsfreunde, die Rückdelegationen auf einem wirklich auf Olympia-Level können, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber dann zu sagen, hey, das ist hilfreich, dabei werde ich dir helfen, das kann ich machen, das kann ich nicht für dich tun, da musst du selber gucken und ich brauche von dir das. Also, dass man so eine Vereinbarung miteinander trifft. Fragen habe ich gelernt, machen wir nicht jetzt. Ich weiß nicht, ob ich es gleich noch schaffe, aber ich versuche es gerne. Ich habe noch ein kleines Pimp Your Setup für euch. Ihr seht mich hier mit einem Teleprompter, das hat gut funktioniert, der hat Tiefenschärfe und so einen HDMI-Output, den ich dann als Webcam benutze, mit einer vernünftigen Kamera mit Tiefenschärfe. Ich habe ein vernünftiges Mikro, das seht ihr hier. Wenn man jetzt so Headphones hat, dann die Akku brauchen, dann regelmäßig in die Hülle tun oder ein Backup haben. Ja, also hier seht ihr noch so ein Kabel-Backup, das ist, glaube ich, wichtig. Blendfreies Licht, also wenn ich mein Licht ausmachen würde, dann säße ich hier im Dunkeln. Auch das ist total wichtig, dass man das gut machen kann. Das sieht dann so aus, ja, ohne Licht, seht ihr. Und sowas ist wahnsinnig hilfreich, wenn man insbesondere als Führungskraft gut nach vorne gehen will. Und gibt es einen, kann ich auch dann noch rumschicken, von dem Gründer von WordPress, wie man diese Teleprompter-Sache aufsetzt, sodass man auch in einen Monitor guckt und sich bzw. die anderen dann sieht. Bleibt sicher, bleibt safe. Ich hoffe, ich habe nicht zu sehr überzogen. Entschuldigung. Du bist noch gemutet, oder ich höre dich nicht. Moment. Jetzt aber. Okay. Ja, alles gut, vielen Dank. Das war viel Content, der braucht dann auch ein paar Minuten länger. Vieles davon auch sehr allgemeingültig außerhalb von einer Pandemiesituation, die definitiv aber sicherlich hier nochmal als Katalysator gewirkt hat. Könnte man noch stundenlang drüber sprechen, aber wir sind schon ein bisschen über der Zeit. Deshalb belasse ich es erstmal bei einem vielen Dank dafür. Bin gespannt auf die Q&A hinterher. Ich hoffe, du schaffst es noch dabei zu sein.
Und wir haben ein paar Fragen und damit machen wir dann auch direkt weiter. Sehr gerne. Danke an alle. Hallo Sascha, herzlich willkommen. Hallo Theo, danke. Danke auch nochmal an Marc für die diversen Tipps gerade. Ich habe nämlich festgestellt, im Vergleich zu deinem Setup muss ich meines noch deutlich verbessern. Bevor wir starten mit Sascha, nochmal die Bitte an alle Zuschauerinnen und Zuschauer, nutzt die Gelegenheit, stellt Fragen für die Q&A-Session später. Sascha, du bist Nummer 3 heute, eine ganz andere Nische unserer Branche, Data Center, CTO bei der IPH in Hamburg, die meisten kennen dich. Ja, wir freuen uns auf deinen Vortrag und auf deine Erfahrungsberichte. Vielen Dank, Theo. Ja, hallo ihr alle, schön euch zu sehen, sag ich mal. Willkommen aus Hamburg. Ich bin Sascha, im ISC als Docmaster bekannt und bin CTO bei IPH, seit einigen Jahren mit Geschäftsführer. Ich präsentiere heute ein bisschen mehr technisch operativ, was sich im letzten Jahr so verändert hat und was wir wie gemacht haben. Ich fand den Vortrag von Matthias und Marc sehr, sehr interessant. Meine Betrachtungsweise ist jetzt tatsächlich noch ein bisschen andere. Also ganz kurz noch als Info, also meine großen Leidenschaften sind Netzwerk und Data Center mit Energieeffizienz und so weiter. Und ich bin einer von denjenigen, der in das ganze Thema People Management mit Verantwortung und so ziemlich reingerutscht ist, ohne genau zu wissen, was mich erwartet. Und das ist ein interessantes Thema, und das ich gerne nochmal vertiefen würde. Aber grundsätzlich einmal zu IPH, nicht als Marketinginformation, aber viele kennen uns gar nicht. Und ich möchte noch ganz kurz erzählen, wir betreiben Managed Hosting Services und ganz besonders Colo in Hamburg. Wir sind einer der wichtigsten Interconnection-Punkte mittlerweile in Hamburg geworden mit ein, zwei anderen. Und wir haben ein ziemlich kleines Team mit im Moment 15 Leuten. Und das bedeutet bei uns gerade für die Data Center Services möglichst viel Automatisierung. Das kann immer noch besser werden, möglichst kurze Prozesse. Und das hat sich jetzt gerade im letzten halben, dreiviertel Jahr nochmal deutlich verbessert. Einfach aufgrund der neuen Situation muss man das Ganze mal ein bisschen neu betrachten. Ja, wir hatten also dieses große globale Ereignis und ganz neue Herausforderungen. Das Arbeiten von zu Hause, Remote Working, Marc, danke dafür. War eher ein Ausnahmefall. Ne? Jemand wartete auf einen Handwerker oder ähnliches. Normalerweise waren immer alle im Büro. Das hat auch das Team sehr gut gefördert. Man ist zusammen, man macht Dinge zusammen. Wir mussten natürlich sofort offiziellen Regeln und Vorgaben folgen, aber darüber hinaus wollten wir natürlich auch wirklich unseren Mitarbeitern, die in so einem kleinen Team echt wichtig sind, möglichst viel Sicherheit bieten und auch für die Kunden den Betrieb gewährleisten. Größere Firmen, und das beneide ich immer, können ganze Abteilungen auf so ein Problem werfen. Also die haben People and Culture Management, die können mindestens eine Person abstellen, der sich Vollzeit um Corona-Themen kümmert. Das können wir nicht, das gibt unser Headcount, hat das in der Situation einfach nicht hergegeben. Aber wir haben eben versucht, ein paar wichtige Schritte in die richtige Richtung zu machen. Also den ganz banalen Themen, was ihr alle gemacht habt, ne? Wo kriegt man überhaupt Desinfektionsspender her, alles, was wir so angehen mussten, war natürlich klar, es müssen so viele Leute wie möglich irgendwie nach Hause. Und das geht für Systemadministration und ähnliche Sachen sehr gut. Aber für andere Dinge wie der Datacenter-Betrieb, da geht es nicht so gut. Also wir müssen eben den ganzen Tag bauen wir Cross Connects. Das ist noch mehr geworden im letzten halben, dreiviertel Jahr. Alle bauen irgendwie aus. Wir haben Smart Hands jeden Tag. Wir haben Logistik, Hardware kommt an, Hardware muss verbaut werden, rausgegeben werden. Das sind also Themen, das kann man von zu Hause nicht machen. Und haben dann eben angefangen,
uns Dinge zu überlegen. Wie kann man es besser organisieren, dass man die Leute entzerrt, dass Leute eigene Werkzeugkoffer kriegen, wenig Werkzeug teilen, Power Meter, Werkzeugkoffer, Patchkabel trennen, Loopkabel, alle diese Sachen. Und haben zum Beispiel auch Security vor Ort, die muss vor Ort bleiben. Da sind auch neue Regeln geschaffen worden, dass sie entzerrt werden. Security darf nicht mehr mit Data Center Personal oder Kunden in Kontakt bleiben. Da muss immer eine Scheibe dazwischen sein. Alles diese neuen Dinge. Banalitäten. Wir haben Kalender angeschafft, dass Leute zu Hause, also eintragen, wann wollen sie im Büro sein. Es dürfen nur noch 2 Leute in jedem Büroraum sitzen und nicht mehr 4. Besprechungsraum ist jetzt kein Besprechungsraum mehr, sondern nur noch ein Büro. Meetings mit externen bei uns sind komplett verbannt worden, können sowas nur noch online machen. Und so Dinge wie das gemeinsame Essen gibt es einfach nicht mehr. Das waren Dinge, die ich immer sehr geschätzt habe. Das ist sehr schade. Aber ja, so ist es jetzt im Moment. So, kurz und gut. Die Vorteile von einem kleinen Team, auch wenn es natürlich in der Situation, wenn sowas plötzlich eintritt, Probleme mit sich bringt, ist, dass man jeden Einzelnen möglichst individuell betrachten kann. Also wir haben eben als allererstes Equipment geprüft. Ne? Wer braucht noch einen Laptop? Wer hatte eine Workstation am Schreibtisch stehen? Dockingstations anschaffen, Headsets, alles nach Hause schicken, wer was brauchte, so ähnlich wie Marc beschrieben hat. Jemand hat einen neuen Schreibtisch bekommen. Es wurden neue Firmenwagen angeschafft für Personen, die irgendwie dann doch in die Firma mussten, um öffentlichen Personennahverkehr zu meiden. Und ein Kollege, der zum Beispiel wichtig ist für den Datacenter-Betrieb, hat keinen Führerschein und der fährt jetzt jeden Tag mit dem Taxi hin und her. Das sind natürlich Kosten, aber das ist kein Vergleich zu dem, was man eventuell für einen Verlust hat, wenn sich jemand ansteckt und was sich da so nach sich zieht an Quarantäne für andere und so weiter. Wichtig für uns war bei der Betrachtung von jedem Einzelnen eben auch soziale Gesichtspunkte. Also Marc hat das eben angesprochen, Familie, Kita, Schulkinder zu Hause, wie kann man mit der Situation umgehen? Gibt es Partner? Arbeitet sie eher auch im Homeoffice? Was kann man tun als Unternehmen, um das zu unterstützen? Muss man vielleicht die Arbeitszeiten verlagern? Kann man sagen, okay, wenn der Partner in Frühschicht arbeitet, fängt man erst nachmittags an und so weiter, dass man wirklich mit jedem mal spricht und sieht, wie man das hinbekommt, weil für uns ist das sehr wichtig. Wenn jemand zu Hause irgendwie Stress hat, dann macht demjenigen auch die Arbeit nicht Spaß und das ist, ja, da muss man ein bisschen zuhören und das Unternehmen sich fragen, was kann ich für dich tun, um dich irgendwie dabei zu unterstützen. Kommunikation haben wir im Grunde schon gehört. Ne? Wir haben gleich als allererstes irgendwie einen Jitsi-Videoserver aufgesetzt. Wir hatten vorher keinen. Das ging irgendwie alles so. Zoom und so weiter haben wir uns gespart, auch wenn schön von den Features, aber wir mussten keine Zeit verlieren mit Datenschutzbewertungen oder Ähnliches. Die Internetkommunikation leidet natürlich. Ihr wisst, wie es ist. In kleinen Teams kann jeder mal eben um die Ecke schauen, bei jemandem ins Büro gucken, irgendwas besprechen. Und jetzt ist diese Hürde, den Hörer in die Hand zu nehmen, erstaunlich groß und jemanden wirklich bewusst anzurufen. Ist derjenige überhaupt da oder nicht? Oder ach, das spare ich mir jetzt oder ich schicke dem einen Chat oder sowas. Wir haben unser Morgenbriefing, das haben wir schon immer gemacht. Das zieht sich immer ein bisschen in die Länge, aber man spricht da teilweise eben auch über persönliche Themen. Man kriegt so ein bisschen mit, was machen die anderen. Das ist ganz nett. Was wir jetzt auch neu machen seit einiger Zeit, ist man teilweise, passiert nicht ständig, aber dass die Leute, die ohnehin sich normalerweise im Büro teilen, teilweise einfach einen Videocall offen haben, ohne sich zu unterhalten. Das bringt einem die Möglichkeit, dass man in sein Terminal tippt und man hört allenfalls das Klickern von der Tastatur des anderen, aber man kann einfach losmurmeln von Scheiße und der andere fragt, na was ist? So, vereinfacht die Kommunikation dramatisch und macht das viel spontaner. Man würde, wenn ich über irgendwas fluche, vielleicht nie den Kollegen fragen und so per Telefon, sondern man kann einfach miteinander losreden. Das ist eine ganz nette Sache, die wir beobachtet haben für die Spontanität. Also ich wollte jetzt eigentlich an eine Stelle kommen, wo ich sagen wollte, wir haben noch so viele Ideen, die man machen könnte, aber die Zeit, um eben das Soziale ein bisschen zu fördern, ist bei uns teilweise einfach zu knapp. So, also vieles davon würde bei mir hängen und ich schaffe es nicht, die Zeit aufzubringen. Und ich bin jetzt allerdings, nachdem ich Marks Vortrag gehört habe, nicht mehr der Meinung, dass die Liste der Ideen noch lang ist. Marc ist derjenige, der eine lange Liste von Ideen hat und Dinge anpackt. Aber natürlich Sachen wie gemeinsam Abendessen organisieren, online, jeder bestellt sich was, worauf er Lust hat, macht es ein bisschen einfacher, wenn einer sagt, so, oh, ich will jetzt nicht kochen, kleines Care-Paket,
schnüren. Bei einem kleinen Team kann man was individuell machen. Der eine Kollege kriegt den Bananenlikör, den er liebt, und jemand anderes kriegt irgendwie diese Schaumgummibären, den er ganz besonders mag, einfach so ein bisschen für, wir denken an euch. Aber die Liste der Dinge, die man machen könnte, ist lang und der Headcount gering. Wir versuchen da ein bisschen Schritt zu halten. Ganz grundsätzlich einfach abschließend, wir haben kleine Schritte gemacht, so wie wir können. Der Data Center Betrieb läuft absolut reibungslos, inklusive neue Deployments, neue Kunden, Hardware wird geschippt, wird eingebaut und deployed und so weiter, Umbauarbeiten, Erweiterungen. Wir haben überhaupt nicht einen positiven Fall, wir hatten einen Verdachtsfall, der sich als negativ herausstellte, und alles läuft rund, und das ist was, was eben im guten Team funktioniert, und darauf sind wir sehr stolz. Ja, soweit von mir. Habe ich die Zeit aufgeholt? Super, Sascha, vielen Dank. Ganz, ganz interessant, dein Vortrag jetzt gerade auch im Hinblick auf die Tatsache, dass ihr einfach ein viel kleineres Unternehmen seid als jetzt zum Beispiel eine Deutsche Telekom oder eine Syslevin. Insofern vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr interessante Einblicke. Und dann geht's zum nächsten Speaker. Sehr gerne. So, und weiter geht's. Wir bewegen uns nicht nur geografisch einmal durchs ganze Land, sondern auch von der so oft erwähnten Nische unserer Branche nochmal in eine ganz andere Ecke und freuen uns darüber, dass Stefan Werner bei uns ist, CEO der Flex Optics, und sind hochgespannt, was du uns zu berichten hast. Also, bitte und danke. Hallo Malte, vielen lieben Dank. So, hallo in die Runde, auch von meiner Seite. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Na, dann machen wir das so. Na, wir lassen den so. Für alle, die mich nicht kennen, bin der Stefan, bin bei der Flex Optics sozusagen neben Thomas und Markus der Dritte im Bunde. Kümmere mich um den ganzen organisatorischen Teil. Für alle, die Flex Optics nicht kennen, genau, wir sitzen in Darmstadt, sind 60 Mitarbeiter und haben uns auf den weltweiten Versand von Telekommunikationsinfrastruktur spezialisiert, hauptsächlich Transceiver, wie die meisten wissen, haben ein relativ großes Soft- und Hardware-Entwicklungsteam. Theo hat mich die Woche angerufen, gefragt, ob ich auch was zu dem Thema Pandemie aus Sicht der Flex Optics erzählen kann. War Montag, habe ich gesagt, kriege ich irgendwie hin, habe heute Mittag versucht, die Folien da dazu fertig zu machen. Ich habe im Gegensatz zu den anderen versucht, so ein bisschen die Herausforderungen aus Sicht von uns einfach mal aufzuführen. Das heißt, so ein bisschen ein Ablauf, wie war das letzte Jahr für die Flex Optics, wie war das letzte Jahr für uns, und habe da alle Themenbereiche eigentlich versucht, so ein Stück weit zu beleuchten. Ich hoffe, da könnt ihr sehr viel da dazu mitnehmen. Als erstes habe ich mal versucht, was waren denn unsere Herausforderungen und wie kriegt man die in eine Reihenfolge? Die noch leichteste Herausforderung, also es soll so ein bisschen die Schwierigkeit darstellen, an vierter Stelle war die technische Herausforderung, vor der organisatorischen, dann der logistischen, wenn ich da zurückdenke an letztes Jahr, Februar, März, April, Mai, da ist eine Hiobsbotschaft nach der anderen gekommen, und zwischendurch hat man, glaube ich, an so Drehkreuzen wie Shanghai irgendwann mal 55 Flugzeuge Rückstand, und Lieferzeiten gingen gegen Ende des Jahres, und da war noch nicht mal offiziell Lockdown in Deutschland. Wie meine Vorredner eigentlich auch schon da viel dazu erzählt haben, ich glaube, fürs letzte Jahr definitiv die zwischenmenschliche Herausforderung.
Und genau, ich versuche auf den nächsten Folien einfach so ein bisschen zu umreißen, was haben wir gemacht in allen Bereichen, wie war der Ablauf im letzten Jahr. Und das Ganze war letztes Jahr im März. Wir haben relativ frühzeitig gemerkt, oh je, da kommt ein Lockdown auf uns zu, und haben 2 Wochen, bevor der offizielle Lockdown in Deutschland war, überlegt, okay, kommt es auf uns zu? Haben in der Nacht- und Nebelaktion am 4.3.2020 dann gesagt, ja, kommt auf uns zu, lasst uns nochmal drüber schlafen und am 5.3.2020 nochmal treffen, und haben dann gemerkt, ja, es kommt, wir machen es. Dann gab es an dem Tag ein Team-Meeting, und das Team hat dann erstmal uns groß angeguckt, wie jetzt alle heim, okay, was heißt denn Pandemie-Modus? Und dann haben wir gesagt, ja, lass uns mal überlegen, was die Herausforderungen denn jetzt sind, die vermutlich auf uns zukommen, mit dem, was man zu dem Zeitpunkt abschätzen kann. Und hat dann eigentlich erstmal definiert zusammen in der Übersicht, okay, was kommt da, was muss unser Ziel sein, wenn wir jetzt heim müssen, wenn dort irgendein ein Virus um uns ist. Und haben gesagt, okay, primär, ganz klar, wir sind Infrastrukturpartner für ganz viele auf der Welt. Wir müssen irgendwie handlungsfähig bleiben. Ja, das heißt, wir haben die Logistik vor Ort in Darmstadt, und an diesem Standort müssen wir handlungsfähig bleiben. Dann verlassen sich ganz, ganz viele Kunden in der Krise oder generell auf zuverlässige Lieferungen. Das heißt auch, egal was kommt, wir müssen gucken, dass wir Ansprechpartner bleiben und dass wir zuverlässig unsere Waren verschickt kriegen. Egal was auch kommt, ganz klar, die Gesundheit aller Beteiligten muss geschützt werden. Egal wo wir sind auf der Welt, das heißt, wenn wir jetzt heim müssen oder wenn wir jetzt an unterschiedlichen Standorten sitzen, muss die Kommunikation genauso laufen wie vorher. Durch das Thema Pandemie war klar, alles, was wir vor Ort nicht benötigen, nicht brauchen, müssen wir jetzt überlegen, wie kriegen wir das Thema hin, um dort Abhängigkeiten zu reduzieren. Das heißt, alles, was nicht vor Ort gemacht werden muss, beziehungsweise was vor Ort gemacht werden muss, was können wir hinkriegen, nicht vor Ort zu machen. Und irgendwie versuchen, das Ganze auch mit einem positiven Auge zu sehen. Das war die Herangehensweise, wie wir das Meeting letztes Jahr im März gestartet haben. Wie sind wir dann damit umgegangen? Wir haben dann am 5. März in sozusagen eine 48-Stunden-Challenge gestartet, mit dem Ziel, dass 85% der Personen nach Hause gehen, und dann überlegt, okay, wie kriegen wir das hin, dass das überhaupt funktionieren kann, und haben gesagt, okay, alles, was im Büro ist, Mitarbeiter, Kollegen, nehmt euch, was ihr braucht, macht es euch daheim so, dass es auf jeden Fall funktioniert, vom Telefon über Schreibtisch, über was auch immer. Wir haben... ich nehme zuerst den übernächsten Punkt. Wir haben ein ABC-Wochenmodell eingeführt. Das heißt, dass wir sozusagen Personen A und B, C Wochen zugeordnet haben, die dann nur in diesen Wochen kommen dürfen. Das heißt, nach 3 Wochen geht wieder das A-Wochenmodell los, damit wir im Fall von einer Infektion tatsächlich nur einen Teilausfall vom Team haben. Wir haben strikte räumliche Trennung im Unternehmen eingeführt. Das heißt, wir haben beispielsweise Personen im Wareneingang dem Raum zugeordnet, dieser Toilette, damit die sich einfach im Unternehmen nicht über den Weg laufen. Wir wussten, okay, für die Führungsperson wird es auch einfach eine Riesenanstrengung. Deswegen haben wir das Team erweitert und haben ein Koordinationsteam eingeführt, was sich erstmal um alle organisatorischen und Führungsthemen gekümmert hat. Und dann wiederum, wenn es Themen gab zu klären, einfach in die Fachteams gegangen ist. Wir haben ein Hygienekonzept eingeführt, und wir haben von Anfang an gesagt, okay, wir müssen auch überlegen, wir müssen jetzt gucken, dass wir immer lieferfähig sind und aber auch im Auge behalten, dass da, wo unsere Waren hingehen, dass einfach die entsprechenden Summen kreditversichert sind und wir auch das die Zahlungseingänge entsprechend besser im Auge haben oder noch eindeutiger im Auge haben wie vorher. Wir haben ein Logistikkonzept ausgearbeitet, weil wir wussten, okay, oder wir wollten eins ausarbeiten zu dem Zeitpunkt noch, weil klar war, okay, die Lieferzeiten werden alle schlechter, immer mit dem Ziel, dass wir einfach sehr zeitnah liefern können. Wir haben gesagt, okay, alle Kunden von uns sollten immer wissen, was Phase ist, haben das versucht, im Online-Shop und so weiter darzustellen, versucht, maximal Transparenz zu schaffen. Ja, der eine oder andere weiß es vielleicht, ich glaube, im April, Mai waren teilweise Artikel bei uns im Webshop mit
6, 7, 8 Lieferpositionen bis Dezember 2020. Wir haben im Lauf des vergangenen Jahres jetzt komplett das Büro umgestellt. Es gibt keine festen Arbeitsplätze mehr, sondern damit die Kollegen, die jetzt lange daheim sind, auch die Möglichkeit haben, wieder ins Büro zu gehen, gibt es für jeden die Möglichkeit, dass er sich Räume buchen kann. Wir haben definiert, wie viele Personen dürfen in Räume, wie können wir nachweisen, dass die in die Räume sind. Einfach um den Kollegen die Möglichkeit zu geben, wenn sie wollen, in die Räume, hier ins Büro zu fahren und in die Räume zu gehen. Wir nutzen virtuelle Projektarbeitsräume, so wie es Marc vorher beispielsweise auch gesagt hat. Ich habe das hier rechts dargestellt. Wir haben versucht, die Räume, die wir hier im Büro haben, 1:1 so darzustellen, wie wenn mein Büro ist. Also das heißt, man sieht jetzt hier beispielsweise, es gibt die IT, die im OG oder im DG ansässig ist. Man hat einfach die Möglichkeit, dort auf den Raum zu klicken, dort reinzugehen. Da sind jetzt 3 Personen drin und haben auch das Modell eingeführt, dass jeder mit der Kamera und ein Mikrofon anhat oder zumindest ein Mikrofon, damit man, wie Sascha auch vorher gesagt hat, in den Raum kann sich sofort unterhalten. Und das ist wirklich sehr, sehr angenehm im Rückblick, weil man jederzeit, ähnlich wie auch im Büro, sehr schnell miteinander kommunizieren kann. Und dabei, klar, im letzten Jahr haben wir versucht, alles, was wir an Prozessen haben, durch das, dass wir ein relativ starkes Software-Team haben, so weit wie möglich papierlos zu gestalten, wo wir wirklich große Schritte gemacht haben. Wir haben ja, glaube ich, eine relativ technische Community, deswegen habe ich gedacht, okay, ich zeige allen mal, was wir nutzen. Wir nutzen für die Teamräume BlueJeans, haben für den Fall, dass es einen Ausfall gibt, noch ein Jitsi-Backup. Wir benutzen einen lokalen Matrix-Chat-Server, wo wir Jitsi integriert haben, damit man im Notfall, falls BlueJeans nicht funktioniert, einfach eine schnelle Kommunikation hat. Klar, für die Team-Kollaboration, damit bestmöglich einfach eine Kommunikation stattfindet. Wir benutzen Jira, Confluence, Google Jamboard, Microsoft Whiteboard, haben jetzt im Rahmen der Pandemie angefangen, Microsoft Surface Hubs einzuführen, damit die Kollegen einfach, die daheim sind, wenn hier jemand im Büro ist, damit wir eine bestmögliche Kollaboration einfach haben. Für Kollegen, die daheim sind, eine SIPgate eSIM-Lösung, damit jemand daheim Mobiltelefonnummer hat, feste Telefonnummer. Und wir sind dabei eigentlich alles, wir versuchen alles papierlos zu gestalten, das sind wir noch nicht, aber sind dabei, ein DMS einzuführen. Rückblick. Die Einführung von dem Koordinationsteam und wirklich früh anzufangen, frühe Vorkehrungen zu treffen, war am Ende für die Flex Optics Gold wert. Wir konnten sehr früh hohe Lager aufbauen, Bufferstocks aufbauen, damit wir wirklich auch das Jahr über lieferfähig waren. Für uns funktioniert tatsächlich Homeoffice größtenteils. Ich komme da auf den untersten Punkt nochmal zurück. Durch die Technik lässt sich wirklich der Austausch gut gestalten. Vor-Ort-Team macht wirklich einen klasse Job. Also alle anderen sind ja daheim, aber wir haben immer ein Team, was hier vor Ort ist. Vielen Dank an der Stelle, wirklich, wirklich klasse. Wir hatten bis heute keinen einzigen Pandemiefall. Von dem her wirklich, wirklich Chapeau, klasse Arbeit. Am Ende wurden, glaube ich, alle bei uns deutlich aus der Komfortzone. Alle mussten da raus. Es gab jede Menge Anforderungen, aber wenn ich zurückblicke auf das vergangene Jahr, hat die Pandemie für uns, toi, 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 wir hatten nur bedingt Lieferprobleme, bedingt bis keine, wenn man im Vergleich guckt, was es gab. Von dem her kann man zurückgucken und sagen, waren okay, ja, mit den Einschränkungen. Was aber definitiv fehlt, und das ist eigentlich auch so das, was eigentlich, wo die ganzen Kollegen dazu aus schon, oder die meine Vorredner darauf eingegangen sind, der persönliche Austausch fehlt einfach. Wir haben das so weit wie möglich versucht. Wir haben über BlueJeans, über die Teamräume, kriegen das auch okay hin. Ich kann auch bestätigen, das komplette Socializing, alles, was man dort machen kann, es hilft. Austausch, es hilft. Ich kann alle Punkte bestätigen von meinen Vorrednern. Und ich hoffe, alle hier können hier was mitnehmen und wäre dann somit auch am Ende. Wunderbar, vielen Dank. Das fand ich auch ganz spannend, nochmal aus einer Perspektive zu hören, wo auch einfach noch mehr vor Ort Koordination notwendig ist, einfach durch die Art eures Geschäfts. Also ganz, ganz spannend, dass wir jetzt 4 unterschiedliche Sichtweisen, Erfahrungen und auch Unternehmen
dass wir da mal ein bisschen reinschnuppern konnten. Großartig, damit sind wir durch mit den Talks für heute. Wir machen jetzt Pause bis 19.36 Uhr. Das sind nur 5 Minuten und ist ein bisschen kürzer als ursprünglich gedacht, aber wir haben leicht überzogen. Sollte aber reichen, dass jeder mal kurz austreten kann, die Beine strecken, durchatmen. Und dann sehen wir uns gleich hier wieder mit allen Speakern, Theo und mir, für die gemeinsame Q&A-Session. Also, Dankeschön. Bis gleich. Danke, bis gleich.
Ja, herzlich willkommen zum Q&A. Vielen Dank an alle Speaker, dass ihr noch da seid, dass ihr euch den Fragen aus dem Publikum stellt. Ich würde gerne anfangen mit einer ganz interessanten Frage, die ich mitgenommen habe aus Marks Talk und auch aus dem Talk vom Stefan. Marc hat auf einer seiner Slides mal gesagt, wir sind dann doch irgendwie, also wir Leaderinnen und Leader, beziehungsweise wir alle in einer Abwärtsspirale so ein bisschen gefangen. Und der Stefan Werner hat gesagt, dass ihr versucht habt, bei FlexOptics das Ganze wirklich als Chance zu sehen. So, und da würde ich gerne mal eure Meinung hören. Ist es wirklich so schwarz und weiß einerseits und ist es wirklich so negativ? Oder seht ihr vor allem aus einer Leadership-Perspektive auch positive Sachen, positive Möglichkeiten, die ihr vorher nicht hattet und die ihr nutzen konntet? Marc, vielleicht magst du den Anfang machen oder Stefan, einer von euch beiden. Dann fange ich an, Marc. Ich sehe das eigentlich aus zwei Perspektiven. Also ich bin voll bei Marc. Ich glaube, die zwischenmenschliche Situation ist extrem schwer, weil einfach die Person jetzt über lange Zeit oder alle Kollegen über lange Zeit daheim ist. Man hat nicht mal ein Event, wo man zusammen hingeht, mal Kartfahren geht, sich austauscht. Also klar, man versucht das online, aber der Online-Austausch ist einfach nicht das Gleiche, wie wenn man sich persönlich trifft. Auch die Zusammenarbeit, wenn man im Office zusammenarbeitet, ist ganz anders, wie wenn man halt remote geht schon und es funktioniert auch, aber über so lange Zeit ist das definitiv eine riesen Herausforderung. Wo ich definitiv sehe, wo wir versucht haben, Chancen zu nutzen, ist wirklich, wenn ich gucke, was sich in Infrastruktur entwickelt hat, wie die tatsächlich von die Kollaboration vor Covid-19, wenn jemand zu Hause war, war ja eher selten, dann waren wir auch nicht durchgängig online oder es gab ganz viele Hürden, die sind alle weg. Auch die Teams haben wirklich einen riesen Job gemacht, Dinge zu digitalisieren, zu überlegen, wie kann ich die Kollegen mit ins Boot holen, wenn ich eine Aufgabe habe oder wenn ich eine Frage habe. Und da muss ich sagen, an der Stelle hat sich wirklich super, super, super viel entwickelt und haben auch wirklich viele Personen versucht, sich einzubringen. Und allein eine Kleinigkeit wie beispielsweise Kamera an. Also das war, vor Covid war das ganz oft, man war in einem Call, 5 Leute da, 2 Leute Kamera an. Also gefühlt, die Minderheit hatte die Kamera an. Und da muss ich sagen, das ist eine riesige Entwicklung. Also weil heute bei uns sind fast immer alle Kameras an. Einfach, um die Kommunikation zu haben, um sich zu sehen, um zu sehen, wie geht's einem. Und da muss ich sagen, glaube ich, wir wissen alle noch nicht so genau, wo es hingeht und wie ist das mit Impfungen und wie viel Remote. Und ich glaube, es wird irgendwie so ein Zwischending sein. Es wird nicht mehr die alte Welt sein. Es wird irgendwie so ein Zwischending in der Zukunft sein. Und an der Stelle, glaube ich, hat sich vieles entwickelt und hat man auch Chancen genutzt. Aber genau bei dem zwischenmenschlichen Teil, da würde ich jetzt auch in den Markt geben, bin ich voll bei ihm. Sehr gerne. Ich glaube, die gute alte Ambivalenz kommt hier zum Tragen. Also alles ist eine Chance, als Führungskraft zu verstehen, dass es Abwärtsspiralen gibt und dass es Aufwärtsspiralen gibt und was ich eigentlich tun muss, um die Richtung einer Spirale zu ändern. Das ist eine Herausforderung, der sich die Teammitglieder sicherlich auch stellen müssen, ich aber als Teamlead beeinflussen kann und zwar mehr als ein Teammitglied das kann. Und zu verstehen, dass ich zum Beispiel eine bestimmte Sprachreihenfolge in einem Meeting habe, nämlich jemanden, der Dinge in so ein Sparring nimmt, vielleicht an einer bestimmten Stelle in dem Meeting frage, damit ich einfach eine soziale Dynamik erzeuge, die dem Team gut tut. Diese Verantwortung kommt dem Teamlead gut, deswegen ist es wichtig, das zu verstehen, dass es Abwärtsspiralen gibt und die eben zu managen. Deswegen ist es beides, glaube ich. Es ist eine Chance, alles ist eine Chance. Ja. Was will mir das Leben gerade zeigen, was ich mir angucken soll und ich glaube, darüber zu reden, um es zu verstehen, ist der Trick. Ja, was denn? Ne? Ja, was? Theo. Genau, was da vielleicht auch ganz, ganz, ganz guter Punkt ist, auch von meiner Seite noch, ist, wir haben oft die Situation auch im Unternehmen, dass diese positiven Dinge, diese Chancen einfach weniger hervorgehoben werden als die negativen Dinge, die einem dann auch immer wieder einfallen. Also das haben wir gemerkt, dass das Sichtbarmachen von den Vorteilen dieser Pandemie oder dieser Situation, die wir jetzt haben im Homeoffice, Remote Office, danke, dass das auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass oft unterschätzt wird und nicht sichtbar gemacht wird genug. Sascha, Matthias. Tja,
Matthias. Also vielleicht ein Punkt, den ich von meinen Kollegen auch mitbekommen hatte. Ich hatte zwei Kollegen, die einen relativ weiten Anfahrtsweg hatten, um morgens ins Büro zu kommen. Eine Strecke 100 Kilometer oder knapp an die 100 Kilometer. Die waren natürlich erstmal heilfroh, jetzt im Homeoffice zu sein. Und was vorher eigentlich, ja, eigentlich in der ganzen, glaube ich, in der ganzen Telekom, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber in der Telekom eigentlich nie so richtig gern gesehen wurde, es war das Thema Homeoffice oder ja, dann nur mit Anmeldungen. Und bei den beiden Kollegen war es dann wirklich so erstmal eine große Erleichterung und siehe da, es funktioniert. Es funktioniert, aber ich war deswegen erstaunt, dass auch von dem Stefan das zu hören oder auch von dem Sascha, deutlich kleinere Firmen als jetzt in der Deutsche Telekom. Wir haben natürlich an der Deutschen Telekom den Komfort, dass es wirklich Units gibt, die sich mit solchen Sachen beschäftigen, wie die richtige Ausstattung, die Produkte, die es braucht für Desinfektion, die Koordination. Da musste ich mich jetzt überhaupt nicht drum kümmern. Diese Last war mir weg und ich glaube, das ist schon ein Riesenthema für euch gewesen, das einigermaßen zu managen. Das war komplett weg. Das hat Gott sei Dank jemand anderes gemacht, sodass man sich auch wirklich aufs Business konzentrieren konnte. Aber wirklich eins der wirklich positiven Dinge war es wirklich, es funktioniert. Es funktioniert von zu Hause. Als Führungskraft hat man natürlich auch gewisse Herausforderungen. Man muss mehr Zeit mit den Kollegen verbringen. Also gefühlt mehr Zeit. Wahrscheinlich ist das gar nicht mehr Zeit als vorher im Büro. Und man muss sich zwingen, das zu tun. Man muss auch Termine einstellen. Und was wirklich hilft, ist Kamera an. Und das ist genau der Punkt, was Stefan vorher gesagt hat. Ganz am Anfang waren die meisten Kameras aus. Oder über Jahre waren die Kameras aus. Und jetzt sind sie Gott sei Dank an und das hilft schon extrem. Also Zeit ist da auch ein gutes Stichwort. Und nicht nur, dass das Pendeln wegfällt und man Mitarbeitern dadurch mehr Flexibilität gewähren kann, / musste oder durfte. Bei uns haben sich zum Beispiel auch, also Kernarbeitszeiten oder sowas hat sich völlig erledigt als Thema. Ne? Und tatsächlich einige Mitarbeiter bei mir in den Teams, die zum Beispiel sagen, ich bin völlig begeistert, ich kann mittags jetzt eine Stunde mit meinem Hund rausgehen. Also es ist total schön. Und was dann auch so zur Psychohygiene deutlich beiträgt. Und also da geht es in einzelnen Aspekten, nicht insgesamt, aber in einzelnen Aspekten geht es dem einen oder anderen besser, als es ihm vorher im normalen Prä-Corona-Setup ging. Mhm. Wir haben jetzt auch in den Vorträgen relativ viel gehört über bestehende Teams und wie man mit diesem Change in diese Pandemiesituation umgeht. Eine Frage, die auch aus der Teilnehmerschaft kam und die uns auch bei der Planung schon im Kopf rumgespukt ist, wie sieht es denn mit Onboarding von neuen Mitarbeitern aus? Da ist es bei meinem Arbeitgeber so gewesen, dass wir als globales Unternehmen mit global verteilten Teams, hat sich da jetzt nicht so furchtbar viel geändert. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das bei eher lokal fokussierten Unternehmen, wie zum Beispiel beim Sascha in der Firma oder so, noch ein bisschen ein anderer Schnack ist und ein bisschen mehr Schwierigkeiten oder Anpassungsnotwendigkeiten auch bedarf. Wie sieht es denn da aus? Sascha, von dir vielleicht. Ja, großes Problem, ne? Also wie du sagst, wir haben also im vergangenen Jahr gesehen, dass also einer unserer großen Pluspunkte, die wir sehen für Mitarbeiter, ist wirklich das tolle Team, der persönliche Kontakt, das tolle Miteinander, das funktioniert hervorragend. Im Moment haben wir ein Team, was bei einem kleinen Team einfacher ist als bei einem großen. Jeder kommt mit jedem irgendwie aus. Es gibt keine Leute, die sich lieber auf dem Flur nicht treffen sollten oder so dafür bekannt sind, dass sie sich anschreien. Aber diese persönlichen Kontakte aufzubauen und jemanden besser kennenzulernen auf ein persönliches Gespräch und so weiter, ist höllisch schwer auf die Art und Weise. Weil man also durchaus das gesehen, dass jemand eine Bindung auch in einem halben Jahr nicht so aufbauen konnte, wie ich es gern gesehen hätte, trotz Gesprächen und ich sag mal, so ein persönlichen Begleiter, ne, der einem so an die Hand nimmt, wie man es im Büro auch machen würde. Es funktioniert nicht so gut wie sonst. Und also eine Patentlösung haben wir dafür nicht. Weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wir versuchen eben, wie gesagt, mit viel Gesprächen und allem. Aber gerade so aufgezwungene Gespräche mit so jetzt unterhaltet euch mal, es ist nicht ganz trivial. Kennenlernspielchen und so, aber es
Wir haben also gesehen, dass diejenigen, die sich sowieso schon kennen oder auch kurz vorher persönlich bekannt, also vor der Pandemie, ins Unternehmen gekommen sind, es viel einfacher haben als jemand, der während der Zeit reingekommen ist. Wie sind eure Erfahrungen da, die restlichen in der Runde? Also was wir versucht haben, jetzt während der Pandemie zu machen, ist tatsächlich, wenn neue Kollegen reinkommen, ist, wir haben in unserem internen Bereich eine, nennt sich Who-is-who-Seite abgebildet, wo alle Kollegen mit Bilder drauf sind, mit so ein bisschen, jeder darf dort reinpacken, was er will, also ob er einen Hund hat, was seine Hobbys sind. Und bei uns ist es tatsächlich verpflichtend, alle, die jetzt neu dazukommen, und wir möchten den neuen Kollegen die Zeit geben, jeder soll sich Minimum 15 bis 20 Minuten nehmen, um innerhalb von den ersten 6-8 Wochen alle Kollegen kennenzulernen. Also alles online, aber damit die Kollegen sich miteinander unterhalten. Und am Anfang war dort Hemmung da, also weil man kennt die Person ja nicht, aber jetzt, nachdem man eigentlich die dritte, vierte, fünfte Iteration gemacht hat, funktioniert es wirklich gut, ja, weil man lernt auf einmal, wenn man halt auch wirklich dann hat, ach, der spielt auch Fußball, ach, der ist auch Bayern-Fan, ach, der hat einen Hund. Also in dem Moment kommen Leute rein, man sieht jemanden und man hat oftmals gleich eine Übereinstimmung, und dann ist eigentlich, den muss man eigentlich kriegen. Wenn man die Übereinstimmung hat, tun sich dann Personen relativ schwer, wenn das Thema da ist, um sich zu unterhalten. Und diese Kleinigkeit zeigt meine Erfahrung zumindest, dass die wirklich gut ist. Weil das hilft halt extrem, weil danach sitzt man im Teamraum und wenn man über eine dritte oder vierte Person spricht, ach, ich kann zumindest auf der Who-is-who-Seite nochmal gucken, wer war das? Ach, das war doch der mit dem Hund. Also die Leute schaffen es darüber, einfach Verknüpfungen hinzubekommen. Und das ist eigentlich von uns eigentlich eine gute Erfahrung, würde ich sagen. Das funktioniert ganz gut. Schön. Wir haben so... Ich habe ein paar Themen. Gerne. Also bei uns müssen die Mitarbeiter sich in einem Blogbeitrag vorstellen. Wir gucken immer, dass wir nicht ein, sondern mittlerweile fangen Leute auch mal in Mitte des Monats an oder sowas, dass wir das dann lieber schieben, sodass nicht einer anfängt, sondern zwei oder drei gleichzeitig anfangen. Im Moment passiert das sogar hier und da. Und dann haben die so eine Gruppe, wo sie zusammen durch die Onboarding-Termine gehen. Und dadurch lernen die sich schon untereinander als die Neuen kennen. Dann muss jeder so einen Blogbeitrag schreiben. Wir stellen jedem in dem Team einen Mentor zur Verfügung. Das muss nicht zwingend der Teamlead sein. Der Teamlead sucht einen Mentor aus, der inhaltlich oder fachlich oder auch menschlich passen könnte. Und der bringt den dann sozusagen auf Speed, was das Soziale angeht. Dann haben wir alle 4 bis 6 Wochen, wir haben das, im Moment machen wir es alle 6 Wochen virtuelles, also ähnlich wie hier, so ein virtuelles All-Hands, und da stellen wir die Mitarbeiter nochmal vor, oder andersrum, die stellen sich da selber vor, die meisten sind wahnsinnig nervös, die armen Nudeln, aber das führt dann dazu, dass man dann auch mal ein Gesicht dazu hat, und wir begrüßen ihn dann ganz herzlich und dann wird denen zugeschiert im Chat und so, und das funktioniert dann. Und dann gucken wir, dass die Teams wirklich so einen Meetingraum haben, der immer online ist, sodass die wirklich diese 4, 5, 6 Leute, die in dem Team sind an dem Tag, dass die auch alle in dem Chat sind und es zur Not das Mikro gemutet oder auf Murmel ist. Irgendjemand hat noch so eine Art IRC-Chat, so ein Mumble heißt das, glaube ich, installiert. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Das scheint in einzelnen Teams hervorragend anzukommen. Da müsste ich aber noch mal ein bisschen tiefer forschen, ob das wirklich fliegt, das Ding. Das ist ein ganz interessanter Punkt, Marc. Danke dir, eine super Überleitung, die du da gerade gebracht hast. Denn ein Thema, was ganz, ganz oft kommt in diesen Fragen jetzt und auch in den Diskussionen, ist dieses Online-Sein. Was bedeutet Online-Sein in Zeiten von Home oder Remote Office? Ist jemand, der nicht online ist in einem Chat, arbeitet er nicht, sitzt er auf dem Balkon und trinkt Cocktail? Oder ist er konzentriert an einem Konzept am Arbeiten? Ist Verfügbarkeit im Chat oder in irgendeinem Meeting-Tool quasi immer sicherzustellen, weil das in sowas so im Sinne von Einstempeln ist? Wie geht ihr damit um als Unternehmen und was sind eure Ansätze da? Also ich erwarte, dass die Mitarbeiter auf den Chat antworten. So. Das heißt aber nicht, dass sie das in 2 Minuten machen müssen. Das darf auch mal einen halben Tag dauern. Die meisten Leute machen das relativ schnell, aber es gibt da keine spezifische Anforderung. In so und so vielen Minuten muss der Chat beantwortet werden. Glaube ich, führt auch zu weit. Dieses in den Räumen sein ist eher die Kamera nebenher laufen zu lassen, ähnlich wie man das beim Arbeiten macht. Und wenn dann jemand weg ist, ist er halt gerade weg. Also diese Fokussierung auf Ergebnis statt Zeit ist schon relevant.
Die Sachen, die wirklich wichtig sind, kriegen Meetings, also die Dailies, die, keine Ahnung, Weeklies, die Stakeholder-Meetings, keine Ahnung, Groomings, was auch immer. Die sind relevant, da muss man dann auch dabei sein, da gilt das übliche Anwesenheitspflicht. In der Tat versuchen wir aber insbesondere da, wo die Eltern Stress haben, die Kernarbeitszeit einzuhalten, verschieben wir auch Meetings ganz oft. Was wir versuchen ist, dass es nicht zu spät in den Abend reingeht, aber das klappt halt auch nicht immer. Ja, also bei uns würde ich jetzt mal sagen, es ist klar, es gibt Tarifkräfte, die müssen sich, glaube ich, auch am PC einstempeln. Aber ich weiß das gar nicht genau, wie das so ist. weil ich mich da eigentlich auch nicht groß drum kümmere. Also Anwesenheitspflichten, dass mir gegenüber reportet werden muss, wann jetzt irgendjemand anfängt oder aufhört, das ist definitiv nicht der Fall. Ich erwarte natürlich schon, wenn wir Meetings haben, dass die Kollegen dann auch mit reinkommen in so Runden oder zumindest eine Absage schicken, wenn was dazwischen gekommen ist. Aber sonstige Kontrollmechanismen habe ich jetzt für mein Team überhaupt nicht angeführt. Ich gehe davon aus, dass die alle an einem Ding, an einem Thema arbeiten, empowered sind und wie du vorher schon gesagt hast, Marc, ja, wir gucken uns das Ergebnis an, aber nicht, wie es zu dem Ergebnis gekommen ist, ob die auch alle da waren. Da habe ich gleich noch eine Folgefrage zu. Ich würde aber gerne eine noch zwischenschieben. Und zwar wurde gefragt, wo denn hier die Frauen im Panel sind. Und das ist natürlich eine sehr berechtigte Frage. Hier sitzen 6 alte weiße Männer. Das ist nicht gut. Ich habe meine Frau gerade rausgeschickt. Meine schaut zu. Aber auf dieser Seite von der Kamera wäre es natürlich schön, wenn wir etwas diverser wären. Der Gedanke kam uns auch schon. Wir können dazu aber schon sagen, dass wir da auch mit der einen oder anderen Dame im Austausch sind für zukünftige Themen, so denn diese Veranstaltung Anklang findet. Also wir sind uns dessen bewusst und wir arbeiten daran, nicht nur auf eine Folie zu schreiben, dass wir inklusiv sind, sondern das auch zu zeigen. Nichtsdestotrotz jetzt aber nochmal zum Thema Zeit. Zeiterfassung ist das eine und da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, damit umzugehen. Es gibt vielleicht Firmen, die etablierte Zeiterfassungssysteme haben, wo dann mehr oder weniger genau irgendwas eingetragen wird. Was praktisch ein bisschen relevanter ist, habe ich zumindest für mich festgestellt, ist, es ist schon hilfreich zu wissen, ob ein Mitarbeiter gerade eine Stunde mit dem Hund raus ist oder ob der grundsätzlich erreichbar ist. An- und abmelden sollen die sich gerade bei mir oder auch bei ihren Teamkollegen, aber um Gottes Willen bitte nicht. Wir haben es bei uns so gelöst, dass wir den Slack-Status dafür einfach setzen. Das ist eine relativ bequeme Sache, das ist absolut freiwillig und schnell ersichtlich und nutzen auch Slack tatsächlich als das primäre Tool, um erstmal miteinander zu arbeiten, natürlich dann ergänzt mit allen anderen Tools wie Zoom oder sonst was drumherum. Da würde mich von der Runde mal interessieren, ob das bei euch ein Thema ist, ob sich das von alleine fügt oder ob ihr da irgendwas institutionalisiert habt für die Abstimmung, wer arbeitet eigentlich wann und wer ist wann gerne oder nicht so gerne ansprechbar und erreichbar. Stefan, du hast... Genau, also wir versuchen das eigentlich so handzuhaben, dass wir möglichst viel Flexibilität den Teams geben. Allerdings halt mit der Unterscheidung, wir haben den Logistikbereich, der Logistikbereich ist sowieso vor Ort, aber für die kompletten Entwicklungsteams versuchen wir eigentlich zu etablieren, dass es eine Teamerreichbarkeit gibt, soweit es möglich ist. Also das heißt, dass die im Team einfach allen Kollegen Bescheid geben, wann sind wir wie erreichbar tagsüber. Also best case natürlich irgendwo die normalen Zeiten und den Zeitraum decken sie komplett ab. Und ob jetzt aber A von 8 bis 10 da ist oder B oder C, das ist uns eigentlich egal. Und in der Regel ist es auch bei uns so, dass also die Customer Support Leute sind relativ stark vertreten und können die Kundenanfragen beantworten. Und die Entwicklungsteams, da reicht es meistens aus, wenn einer aus dem Team da ist. Und das heißt, bei uns gibt es dort keine Kontrolle, sondern wir versuchen, wie gesagt, das über eine Teamverfügbarkeit halt abzubilden, damit sie ihre Flexibilität in den Teams haben. Matthias, du hattest auch gerade angesetzt. Ja, letztendlich ist das Gleiche, was Stefan gerade gesagt hat.
dass wir jetzt so tageweise irgendwie oder stundenweise festlegen, wer ist wann da und wer nicht, haben wir definitiv nicht. Wir haben das tatsächlich bei Abwesenheiten, mal ein oder zwei Tage oder wenn Urlaub ist, dass wir das dann wirklich so über die Teamverfügbarkeit regeln. Anders machen wir das nicht. Ein interessantes Thema, was auch in den Fragen aus dem Publikum jetzt gekommen ist, ist, dass ja es Teams gibt bei euch, vor allem wahrscheinlich bei Matthias im Unternehmen, die vorher schon remote waren. Da stellt sich die Frage, laufen die jetzt genauso gut wie vorher oder ist es auch für Teams, die immer remote waren, eine Herausforderung, jetzt beispielsweise neue Kollegen zu onboarden? Habt ihr da Erfahrung, Matthias, oder auch die anderen? Ich merke da keinen großen Unterschied, ganz ehrlich. Ich kann jetzt nicht sagen, ist besser geworden, ist schlechter geworden. Wir hatten immer einige Kollegen, jetzt gerade in den USA, die noch nie oder einmal im Jahr vielleicht in ein Office gehen, die immer irgendwie remote sitzen, weit weg vom Team. Bei denen hat sich definitiv nichts geändert. Die machen das seit Dekaden so, ja. Was wirklich eine Schwierigkeit ist, und deswegen habe ich auch vorher genau zugehört, was ihr erzählt habt, wie das ist mit neue Teammitglieder onboarden. Ist jetzt im letzten Jahr bei mir im Team nicht passiert. Wir haben niemand Neues dazugekommen, aber jetzt am 1. April fängt jetzt beispielsweise ein Praktikant an. Da stelle ich mir auch schon die ganze Zeit die Frage, wie kriege ich das dann hin? Also du meinst jemanden zu betreuen, also jemanden onzuboarden, der sehr betreuungsintensiv ist versus einem genau, Senior Engineer oder einem Senior. Ja. Als Praktikant hast du das Thema. Was da die richtige Balance zu finden, wenn er jetzt nur von zu Hause arbeitet, ohne den Kontakt zum Team, das ist schon eine Herausforderung. Und da habe ich auch noch ganz viele Fragezeichen. Das ist vielleicht gut, nochmal ein bisschen in deine Richtung, Marc, zu spielen. Du hast ja den Punkt schon angesprochen, der so ein bisschen auch in die Psychohygiene und in die psychische Verfassung der Mitarbeiter angeht. Das ist ja wahrscheinlich ein Thema, was ihr alle vorher nicht in dem Maße auf dem Schirm hattet, vermute ich. Also es gab mal Mitarbeiter, die hatten mal Probleme, die hatten Schwierigkeiten, Herausforderungen, aber die wurden viel privat gelöst. Die haben sich in wenigen Fällen wahrscheinlich so direkt im Arbeitsalltag sichtbar gemacht. Jetzt ist es wahrscheinlich viel präsenter bei euch. Habt ihr da Patentrezepte? Wie geht ihr mit sowas um? Habt ihr euch Sachen überlegt? Patentrezepte haben wir leider nicht, aber ich wäre der Erste, der ein Buch dazu kauft, wenn es und es dann nicht liest, den er wahrscheinlich, wie ich mich kenne. Was ich meine ist, es gibt... Also bei neuen Mitarbeitern, vielleicht hilft dir das, Matthias, machen wir durchaus, dass wir lieber sagen, okay, du trägst wirklich eine Maske und die Leute treffen sich zu zweit in einem Büro und werden dann da auch ongeboardet, aber sind irgendwie physisch sozusagen während der Einarbeitungszeit sofern möglich, weil nicht in einem anderen Land, ja, was auch ab und zu mittlerweile passiert. Oder wir haben jetzt einen Mitarbeiter, der eigentlich von der Türkei nach Deutschland ziehen wollte, der kann jetzt nicht kommen, geht gar nicht, ja, weil... Der kriegt gar nicht saubere Einreise, kann alles gar nicht möglich machen, erst recht nicht mit Familie. Und da hat man natürlich quasi ein ganzes Sammelsurium an Problemen, das man dann lösen muss. Das Kernproblem dahinter ist ja, die Leute müssen reflektierter mit sich selber werden. Also wie geht es mir eigentlich, was empfinde ich? Weil die Kamera so wahnsinnig viel ausblendet. Also ich sehe die Körpersprache nicht. Wippt er gerade mit dem Bein und ist er nervös oder guckt er weg, weil da noch eine Nachricht gekommen ist oder weil er sozusagen dir da nicht und dann guckt man sich die ganze Zeit so massiv ins Gesicht. Also ich meine, das ist ja auch eine psychologisch völlig schräge Situation eigentlich, die ganze Zeit sich so anzugucken und sich selbst auch die ganze Zeit so zu sehen, was ja auch total stresst, glaube ich. Und damit einfach aktiv umzugehen, das ist der Trick. So. Und wie man das jetzt macht, ist eigentlich egal, aber das Problem bei technischen Führungskräften ist ja, dass sie technische Führungskräfte sind. Und also wir haben früher ganz oft den Fehler gemacht, dass Mitarbeiter, ich glaube, die oder was auch noch sozusagen betroffen, ja, dass man als also dass es eben zwei Laufbahnen gibt. Google hat die ja relativ sauber aufgelistet, mal in irgendeinem Blogbeitrag, an den ich mich erinnere, und haben gesagt, es gibt eine technische Weiterentwicklungsfahrt, also du kannst hier Principal werden, Engineer, und du kannst sozusagen People Management machen, also sozusagen General Manager werden. Und das allein mal gedanklich zu unterscheiden, dass das ein völlig anderer Job ist, den man da macht, und dann auch zu sagen, pass auf, wir haben die Größe nicht, dass wir jetzt beides machen können und dass wir Principals machen können,
aber wir versuchen euch dabei zu unterstützen. Wir wissen, dass euch das überfordert, aber wir stellen lieber einen Menschen mehr ein bei People and Culture, der euch versucht dabei zu unterstützen. Und alleine, dass man sagt, wir haben verstanden, dass das ein Problem ist, wir möchten, dass er aktiv damit umgeht, dann, was bei uns nochmal geholfen hat, wir haben diese Discovery Insight Profile mal irgendwann gemacht miteinander. Das ist im Endeffekt so ein Farbsystem, wie Leute ticken. Ist das jetzt so ein ZDF-Typ, der Zahlen, Daten, Fakten braucht? Oder ist das jetzt ein Typ, der immer versucht, alle unter einen Hut zu kriegen? Oder ist das jetzt so ein Roter, wie man so schön sagt? Also jemand, der auf jeden Fall das Projekt durchkriegt und dafür auch die sozusagen einfach sich entwickeln will und vorwärts macht, also ein Projektentwickler. Und zu verstehen, dass die Leute andere Rollen haben und diese ganzen sozusagen weichen Themen einem technischen Mitarbeiter zu vermitteln, das ist die Aufgabe, die das Unternehmen hat und die People and Culture Leute. Insofern keine einfache Antwort leider, außer rede über die ganzen Probleme, auch wenn du noch keine Lösung hast. Das ist auch, Stefan, ihr seid ja, also sorry. Das ist auch ein ganz spannendes Thema insgesamt, ne? Also gerade auch, wenn man Leute hat, die den Wechsel von einer technischen Karriere in eine Führungsposition machen, dann auch, also ich erinnere mich noch gut, vor vielen, vielen Jahren bei uns, da war das der einzige Karrierepfad, der zur Verfügung stand, und der war nahezu automatisch. Also man hat den, der es am besten verstanden hat, hat man zum Teamleiter gemacht. Ja, Katastrophe. Das hat manchmal funktioniert und meistens ist es in die Hose gegangen. Also wie viele Leute ich damit verbrannt habe, kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja. zu diesen Themen. Hier vielleicht jetzt nochmal zu einem anderen Punkt zurückzirkeln, der auch aus dem Publikum kam. Da geht es so ein bisschen in die Richtung Zoom-Fatigue, also zu viel Videokonferenzen etc. und um die Frage, naja, soll man so Social-Events zur Pflicht machen oder nicht? Haben die Leute nach einem X-Stunden-Tag, wo sie eh vorwiegend vorm Rechner hängen, noch Bock dann zu socializen? Und passend dazu auch die Frage, Daily Stand-Ups, die oftmals etabliert und ein ganz normaler Start in den Tag waren, funktionieren die heutzutage in dieser Situation überhaupt auch? Ich kann es schon mal reinwerfen. Wir haben das bei uns im Bereich völlig aufgegeben, Daily Stand-Ups zu machen, und machen das lieber so im Wochenturnus oder zweimal die Woche ein bisschen länger, um eben diese zeitliche Flexibilität auch noch ein bisschen mehr unterzubringen. Wäre aber die Frage in die Runde. Also Daily Stand-Ups, macht ihr das? Socials, funktioniert das besser, wenn man Leute ein bisschen zu ihrem Glück zwingt, oder funktioniert es von alleine ganz gut, wenn man es einfach offen lässt und mal guckt, wer kommt, und mal sind es mehr, mal sind es weniger? Matthias, ja. Vielleicht ist das bei euch. Also diese Social Events, ich hatte es ja gesagt, ich war heilfroh, auf die Idee wäre ich mal wieder selbst gar nicht gekommen, aber eine Kollegin hat es in die Hand genommen und gesagt, irgendwie wollen wir nicht mal irgendwie mittags anstatt ein Mittagessen oder beim Mittagessen irgendwie so nebenher irgendwelche Spiele im Internet machen, so Geotagging oder solche Geschichten. Und nee, das ist auf gar keinen Fall verpflichtend. Ich fände das auch ein bisschen bescheuert, wenn ich das verpflichtend machen würde. Es ist definitiv kein Muss. Und Social, also dieses Daily Stand-Ups, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, was ihr damit meint. Ob ihr damit meint, irgendwie, man trifft sich im Team morgens und bespricht, wie der Tag läuft. Nein, das haben wir auch nicht. Ich versuche letztendlich über den Tag über zumindest mal mit allen mal irgendwie in Kontakt getreten zu sein. Das kriege ich meistens auch nicht hin. Aber mit dem Großteil kriege ich es hin. Und dann, wie ich eben vorhin gesagt habe, ich gucke, dass ich in der Woche auf jeden Fall mit jedem einmal gesprochen habe. Und es gibt eben ein paar Kandidaten, mit denen muss ich es wirklich fest einplanen, weil das vielleicht auch tatsächlich gerade die etwas ruhigeren Kandidaten sind, die du sonst allerdings auch nicht hörst. Und denen musst du Gehör verschaffen. Wie ist das bei euch anderen drei? Ich glaube, ich habe da eine etwas progressive Meinung. Also ist eine Meinung, ne? So ist nicht die Wahrheit. Ich glaube, wenn du eine Gruppe, also wenn du Gruppendynamik erzeugen willst, brauchst du eine Gruppe. Wenn die Hälfte nicht da ist, hast du eine andere Dynamik. Also dann ist sie halt nicht komplett. Heißt, der Trick ist es sozusagen, die Hälfte davon Freizeit machen, die andere Hälfte darf Arbeitszeit sein.
Also man macht eine Stunde früher Schluss, bewusst, der Event ist 2 Stunden und sagt, wir treffen uns heute, dafür haben wir eine Stunde früher Schluss gemacht und die andere Stunde kommt von dir privat. Das ist zum Beispiel so ein Vorschlag, wo sich jetzt moralisch die meisten Mitarbeiter nicht so richtig wehren können. Das ist ein bisschen kompliziert vielleicht, aber sehr hilfreich. Und der andere Weg ist es, das kommt aber sehr auf die Führungskraft dann an, hat jeder ein bisschen einen anderen Führungsstil und dann zu gucken, okay, ich verstehe, du hast keinen Bock, willst du mir mal sagen, warum? Ist es der falsche Event für dich? Willst du mal was anderes organisieren? Und das zum Anlass für ein Gespräch zu nehmen, das ist dann auch hilfreich, wenn einer sagt, ich habe einfach keinen Bock, lass mich mal in Ruhe damit. Und darüber dann in den Dialog zu gehen, um eben genau die anderen Themen alle anzusprechen, was jetzt irgendwie vielleicht helfen könnte. Und dann sind wir bei dieser, ich hatte das in der einen Folie, was brauchst du dafür, damit das für dich besser wird? Ne, diese Frage zu stellen, die sozusagen Teile der Lösung auch vom Mitarbeiter einfordert. Sascha, wie macht ihr das? Ja, Social Events. Wir stehen da auch ein bisschen hinten an, hinter dem, was man vielleicht machen sollte. So kleine Zusammenkünfte, man sieht im Grunde, dass diejenigen, denen man es schwer entlocken kann, Prä-Pandemie, die sind auch nicht unbedingt so einfach zu motivieren in dieser Zeit. Das ist also einfach eine Charakterfrage, ob derjenige nun auf sowas Lust hat oder ob er einen hervorragenden Job tagsüber macht und ich sag mal abends sagt so, ja, ich bin dann auch durch damit in irgendeiner Form. Wir unterhalten uns aber dennoch sowieso relativ viel und das geht zum Glück dann. Ich sag mal, früher waren zum Beispiel unsere Morgenzusammenkünfte zu aktuellen fachlichen Themen bisschen verpönt, weil die immer ein bisschen aus dem Ruder gelaufen sind. So manche sind zu sehr thematisch in irgendwelche Tiefen gegangen, andere haben irgendwie irgendwas Lustiges erzählt und es gab dann immer welche, die gesagt haben, so, oh Leute, wir können jetzt noch weitermachen. Aber letztendlich ist das genau etwas, was in diesem Fall jetzt wieder etwas positiver ist. Ja, es gibt einen Moderator natürlich, um da ein bisschen Tempo reinzubringen, aber man unterhält sich wieder miteinander und das ist schon was ich jetzt als sehr positiv empfinde. Wir haben also eigentlich niemanden, der so untergeht, der eigentlich mit niemandem spricht und man weiß, ja, der ist irgendwie da und macht so seine Arbeit, aber ist verschwindet so unterm Radar. Das haben wir gar nicht im Team und das ist sehr gut. Ich würde vielleicht gerne nochmal kurz den Bogen ein bisschen zurück spannen. Zu dem Thema Personal und Onboarding, weniger aber auf den Prozess, sondern so ein bisschen auf die Frage, habt ihr, wenn wir auch wieder über Chancen sind, die Chance genutzt und jetzt plötzlich hat eine Sys11, die immer sehr stark Berlin zentriert war, eine FlexOptik aus Darmstadt und eine IBM in Hamburg, habt ihr plötzlich Leute in Dubai eingestellt, in New York oder in Singapur, weil es plötzlich geht und weil plötzlich Talent verfügbar war, das in eure Strukturen passte? Oder habt ihr so weitergemacht wie vorher? Bei uns ist alles beim Alten. Nee, hat sich bei uns in der Tat auch ein bisschen gelockert. Also wir haben ein bisschen mehr, also das hat ja 2 Dimensionen eigentlich. Das eine ist Sprache, das andere ist Lokation. Und beides hat sich gelockert. Also wir haben Mitarbeiter, die bewusst aufs Land gezogen sind, nach Görlitz, nach Kiel, irgendwas. So, also einfach weggezogen sind und auch die Pandemie dafür genutzt haben. Und haben dann auch gesagt, ja, wenn es klappt, also go for it, ja. Also wir haben da keine Einschränkungen mehr. Ist auch nicht mehr, dass du jetzt zwingend kommen musst an bestimmten Events, aber in der Tat wollen die Leute dann kommen. Das ist auch so eine Erfahrung, die wir gemacht haben. Wenn wir, keine Ahnung, bestimmte Veranstaltungen hatten, dann sind die trotzdem gekommen. Und das andere ist Sprache. Und wir haben sehr lange darauf gepocht oder mir hat das sich damals so nicht erschlossen, dass ich dachte, wir müssen jetzt vielleicht in Englisch dokumentieren, aber nicht sprechen. Und das ist ziemlich aufgeweicht. Und das ist aber auch für manche Mitarbeiter eine Herausforderung, dass dann Kommunikation in Englisch ist. Und für die Teamleads ist nochmal doppelt anstrengend. Weil gerade das soziale Zeug aus der Entfernung in Englisch ist jetzt nicht jedermanns Sache, wenn er nicht Native Speaker ist oder vielleicht nur Schulenglisch hatte, dann ist das anspruchsvoll für die. Und dann ist das noch ein Social Skill, das sie mitlernen müssen. Aber wie ich eben schon meinte, unter Druck entstehen Diamanten und da haben wir auch ein paar von neu dabei sozusagen. Stefan, wie habt ihr das gemacht mit Logistik und Co. viel stärker Abhängigkeit zu einem Standort? Wie seid ihr damit umgegangen oder wie nutzt ihr das? Genau, also was das Thema Ausschreibung angeht, wir suchen auf jeden Fall lokal, weil alles natürlich, was vor Ort ist, muss im Büro sein, also muss Nähe zum Büro haben. Und je größer die Distanz, da macht es keinen Sinn.
was das Thema Verstärkung angeht, was Softwareentwicklung und so weiter angeht. Da hatten wir ganz am Anfang den Move, genau den Gedanken, den du eigentlich ausgesprochen hast. Eigentlich, okay, wir haben jetzt technische Infrastruktur, wir können doch eigentlich beispielsweise deutschlandweit suchen, haben dann aber relativ schnell gemerkt, dass diese ganzen Probleme kommen. Onboarding. Dann aber auch die Situation, dass Kollegen, die relativ nah am Office sind und man muss einen Hardware-Test durchführen und so weiter, relativ schnell auch das Thema hatten, muss ich jetzt ins Büro fahren? Also es sind viele Sachen so dazugekommen, wo man gemerkt hat, wir müssen erstmal Onboarding, was sind Regeln, wie muss sowas ablaufen, damit, wenn man im Büro sein muss, also damit es einfach fair bleibt für alle. Und deswegen haben wir den Versuch bleiben lassen und eigentlich aktuell, wenn wir suchen, suchen wir immer noch im Umkreis, bis diese Themen geregelt sind. Damit es einfach, ja, damit das Setup muss stimmen und es muss fair für alle Kollegen sein und dann kann man den weiteren Step machen. Sascha, bei euch, wie ist das? Ja, also wir, ich sehe es ein bisschen wie Stefan bisher, also weil ich gerade im Grunde diese soziale Komponente als einen wesentlichen Punkt hatte, dass es wichtig ist, dass man zusammenkommt und so weiter. Und jemand, na gut, der vielleicht in Berlin wohnt, das kann man mir noch vorstellen, wenn der ganz woanders wohnt, wird es schwieriger zu sagen, kommst einen Tag die Woche rein oder so. Was wir allerdings jetzt gerade anfangen zu planen, ist, ich spreche das jetzt mal an, ich weiß nicht, ob sowieso gekommen wäre, Malte und Theo, ist so ein bisschen Post-Pandemic zu überlegen, dass wir die Erfahrung, die wir jetzt gesammelt haben und die gewonnene Digitalisierung, sage ich mal, und als kleines Unternehmen hat man es vielleicht ein bisschen einfacher als Bundesregierung, zu nutzen, um zu sagen, wir diskutieren jetzt mal, ob wir Dinge komplett umbauen. Dass man also zum Beispiel sagt, Homeoffice wird fester Bestandteil des Ganzen. Wir haben nur noch Pool-Arbeitsplätze, wo man hinkommen kann und sich einen freien Arbeitsplatz sucht. Man kann seine Sachen in einem Rollcontainer, in einem Spind, in einem Schrank aufbewahren, die irgendwo zentral stehen. Und man kann im Grunde reinkommen, seinen Laptop mitbringen, auf eine einheitliche Dockingstation hauen und da arbeiten, wo Platz ist mit seinem Softphone und so weiter. Das ist also was, wo wir im Moment ein bisschen, passt nicht ganz auf die Frage, aber es geht trotzdem so ein bisschen in die Richtung, dass man im Grunde sagt, diese Homeoffice-Geschichte funktioniert gut. Und ihr habt sicherlich auch die Erfahrung gemacht, dass man sich oft im Homeoffice nicht nur besser konzentrieren kann, sondern vielleicht auch entspannter ist, weil man nicht um 6 aufstehen muss, sondern vielleicht erst um 8 und so weiter. Und das ist also was wir gerne als Drive weiter nutzen möchten. Ja, das ist ein super Punkt. Ja, sorry. So ein bisschen in diese Richtung gehend auch noch ein Thema, was ich mir hier notiert habe. Auch Richtung Überstunden, Urlaub kam auch gerade noch aus dem Publikum und generell auch Psychogesundheit. Also gerade Urlaub, naja, wenn man nicht viel machen kann draußen, dann ist man auch wenig motiviert, Urlaub zu nehmen. Und ich habe es tatsächlich bei meinen Teams gesehen, dass erheblich mehr Urlaub von 2020 in 21 mit rübergenommen wurde. Und man musste aktiv daran arbeiten, dass die Leute ihre Auszeit nehmen und konnte wenig Motivierendes dazu auch beitragen. Und zusätzlich haben sie durch die größere Flexibilität, zumindest in einzelnen Fällen, auch noch Überstunden angesammelt. Wie sind da so eure Erfahrungen gewesen? Was habt ihr da gemacht? Das würde mich interessieren. Matthias, von euch vielleicht aus dem Konzernumfeld. Ja, aus dem Konzernumfeld, das war tatsächlich so, dass im letzten Jahr ein sehr, sehr rigoroses Management aufgesetzt wurde, was Urlaubmitnahme ins neue Jahr anging. Weil es war natürlich klar, dass alle irgendwie ihren Urlaub lieber schieben, als jetzt während der Pandemie nehmen zu müssen, wenn man nicht wegfahren kann. Das war jetzt in meinem Team jetzt nicht das große Problem, aber es war eine ganz klare Herausgabe letztendlich vom Konzern, es werden keine Tage ins neue Jahr rübergenommen und so rigoros hatte ich das bislang noch nicht erlebt und ich bin schon relativ lange in diesem Konzern. Also das war eine ganz klare Ansage, die Ansage gab es jetzt dieses Jahr auch nochmal. Letztendlich, auch wenn es für den einen oder anderen wirklich schmerzhaft war, aber anders ist das nicht zu regeln. Und ich denke, die Regelung war gut. Mich selber hat es auch betroffen, dass ich plötzlich kurz vor Weihnachten dann plötzlich irgendwie alles zumachen musste, weil wir in Urlaub gehen mussten. Also das war dann so, dass sich dann auch einige gewundert haben, warum aus dem Team keiner mehr erreichbar war. Waren dann einfach, es war eine ganz harte Ansage, jetzt es werden keine Urlaubstage mehr rübergenommen und ins neue Jahr und ihr geht jetzt einfach bitte
nach Hause oder beziehungsweise schaltet euren Laptop ab. Stefan, wie habt ihr das gemacht? Bei uns liegt es eigentlich ähnlich wie bei der Erreichbarkeit, ist die Verantwortung komplett im Team. Also es gab keine Ansage beispielsweise jetzt von der Geschäftsführung oder eine klare Vorgabe, sondern die Teams wissen, dass der Urlaub bis im Folgejahr im März weg sein muss aus dem alten Jahr, und diese Regelung war in der Pandemie die gleiche, und ich habe bis heute auch tatsächlich noch keine Rückfrage erhalten. Deswegen, meine Erwartung wäre ganz klar, dass die Teams sich entsprechend organisieren, dass der Urlaub aufgebraucht ist und dass halt immer jemand von den Teams entsprechend da ist. Deswegen, da hat sich eigentlich bei uns rein von organisatorisch nichts geändert vorher. Was bei uns ganz interessant war, auch als Feedback kam von diversen Mitarbeitern, war, dass es wirklich hilfreich und wichtig ist, ab und zu mal einen Tag freizunehmen. Also in dieser besonderen Situation, wo einfach wirklich alle unter einer Belastung leiden, dass man nicht sagt, ich nehme jetzt keinen Urlaub mehr, weil ich kann nicht nach Mallorca fahren, gerade geht's ja, aber ich kann diese Woche Urlaub nicht nehmen, einfach trotzdem Urlaub zu nehmen. Und sei es, man räumt mal ein bisschen auf und man geht mal ein bisschen raus oder genießt mal ja die Zeit mit der Familie, dass man einfach sagt, ich nehme alle 4 Wochen mal einen Tag Urlaub, um einfach auch ein bisschen abzuschalten. Weil diese Verbindung, und das habt ihr ja auch gesagt, diese Verbindung zwischen Arbeit und Privat, also das zu trennen, das ist eher schwieriger geworden jetzt, als es vorher war. Ne? Ja, da haben wir bei uns Auszeiten in jeder Größenordnung zum Thema gemacht. Ne? Das fängt an bei ganz kleinen Dingen, dass man zum Beispiel Meetings nicht mehr für 30 Minuten scheduled oder 60 Minuten, sondern für 25 Minuten oder für 50 Minuten, damit zwischen diesen Blocks immer wenigstens ein kurzer Spot zum Durchatmen ist und gleichzeitig eben auch viel spontaner, als wir das früher gemacht haben, zulassen, dass Leute auch einfach mal sagen, weißt du was, ich bin heute Morgen aufgewacht, ich kann heute nicht. Ich brauche heute einfach mal einen Tag frei und mache irgendwas anderes. Das war was da vor der Pandemiesituation wären da eher mal die Augenbrauen hochgezogen worden. Und ist jetzt aber was, wo keiner mehr mit der Wimper zuckt. Vielleicht noch eine Frage an alle sicherlich, aber vom Inhalt her vielleicht auch eher Richtung Konzern. Habt ihr institutionalisiert irgendwie was für was Seelsorgerisches, sage ich jetzt mal, im Angebot? Also bei uns zum Beispiel haben wir einen Dienstleister engagiert, der eine Psycho-Hotline sozusagen zur Verfügung stellt, die jeder Mitarbeiter halt kostenfrei nutzen kann. Ich weiß leider nicht, wie gut oder wie oft das notwendig ist oder angenommen wird, geht aber auch in Richtung der kleineren Unternehmen, ob das ein Thema für euch ist, so völlig abseits von Arbeitsthemen, dass Mitarbeiter Hilfe brauchen, und wenn ja, wie geht ihr damit um? Vielleicht fängst du an, Matthias. Also ja, haben wir. Als Konzern hast du das natürlich. Wir arbeiten allerdings auch mit einem Dienstleister zusammen. Hm. Ich kann dir allerdings auch jetzt nicht sagen, ob das jetzt beispielsweise von meinem Team schon mal in Anspruch genommen werden musste. Also wir sind, wie gesagt, ein relativ kleines Team. Ich glaube, das hätte ich mitgekriegt. Aber ich weiß von Fällen, wo das schon mal auch akut war, auch wegen Drogenmissbrauch und solchen Geschichten. Also das haben wir doch. Die anderen drei, habt ihr sowas oder drüber nachgedacht schon mal? Also wir haben uns mal ich habe den Namen vergessen. Also wir haben zwei Sachen gemacht. Das eine ist, es gibt diese Plattform, ich kann es gleich raussuchen, nochmal verlinken. Da kann man so Pauschalen kaufen für seine Mitarbeiter mit verschiedenen Kursen. Ein Großteil davon ist in den Preisen inbegriffen. Das fängt an bei, wie pflege ich meine dementen Eltern, über Kinderkurse zum Thema Scratch, die mein Sohn liebt. Ja, das ist dann so ein Google Meet Link, wo die dann zusammen Scratch machen, bis hin zu wie entspanne ich nach der Arbeit und keine Ahnung. Das sind allerdings eher Angebote, die jetzt nicht diesen Rahmen haben. Das würde ich nochmal als Inspiration mitnehmen. Danke dafür, Matthias und Malte. Aber das ist eher sowas, wo man ein bisschen Freizeit mit auffüllen kann oder auch, wo man die Kinder mal dran setzen kann und die was Sinnvolles noch machen, weil Schule ja im Moment alles Käse zu sein scheint.
Und das wird ganz gut angenommen. Und wir haben noch beim Lehrerkolleg, kann ich auch empfehlen, so Kontingente gebucht, Hausaufgabenbetreuung. Weil dann, damit die Eltern nicht noch Lehrer sind, sondern eben die sich da anmelden können, haben da so Kontingente gebucht, die werden auch genutzt. Das heißt, die Eltern kommen ein bisschen aus der Stresssituation raus, die sie mit ihren Kindern haben, und die keine Kinder haben, die haben aber zumindest noch ein Freizeitangebot, wo sie dann irgendwie Online-Yoga mit, keine Ahnung, irgendjemandem anderen machen. Den kennen sie in der Regel nicht, aber das ist nochmal so, man hat einen Termin und macht was, und da haben wir ein ganz gutes Feedback drauf gekriegt. Das hat auch geholfen, oder ist zumindest ein Angebot, das man nutzen kann. Wir haben zum Beispiel bei uns auch so einen Dienstleister engagiert, und das ist ganz interessant. Wir haben da auch die Zahlen zu, ich habe sie jetzt nicht im Kopf, aber wir haben das vor Corona schon gemacht und dann festgestellt, dass es mit Corona durch die Decke gegangen ist. Also kostenmäßig, aber, und das ist der wichtigere Punkt, einfach auch von der Nutzung. Also es haben aus allen Teams die Leute das in Anspruch genommen, wir wissen nicht warum. Wir wissen nur, dass es oder wie oft es in Anspruch genommen wurde. Und wir haben das Feedback bekommen, dass das eine wahnsinnig wichtige Sache ist, jemanden zu haben, mit dem man reden kann und wo man vor allem anonym anrufen kann. Also es haben quasi alle den gleichen Code, um sich da zu melden. Und dass es auch keine Begrenzung gibt oder Einschränkungen, über was ich reden kann. Also ich kann über die Oma, die Demente, genauso reden wie über meine konkreten arbeitsbezogenen Probleme. Super. Okay, dann mit dem Blick auf die Uhr würde ich jetzt gerne nochmal zur abschließenden Frage kommen. Was nehmt ihr für die Zeit nach Corona mit? Wir haben es von Marc schon so angeteasert bekommen, ob es das überhaupt gibt, ein Nach-Corona sei dahingestellt. Aber es wird hoffentlich zumindest eine Situation geben, in der wir wieder ein bisschen flexibler rausgehen können und miteinander sein können. Und was ist euer Learning, was ihr unabhängig von irgendwelchen Lockdown- oder Kontaktbeschränkungssituationen als Verbesserung mitnehmt? Und Sascha hat es auch schon ein bisschen angesprochen, deshalb würde ich mit dir, Sascha, als Abschlussstatement gerne mal anfangen. Was ist das, die beste Verbesserung oder das größte Improvement, was du aus dieser Geschichte mit rausnimmst? Das Positive aus dem Schrecklichen. Also ich muss sagen, es ist, was ich im Grunde vorhin schon gesagt habe, es ist die Erkenntnis, dass Homeoffice oder das Remote-Arbeiten, wie war das, Marc, etwas ist, was wirklich funktioniert und man sich da öffnen kann als Firma, wenn es möglich ist, organisatorisch. Und wir im Grunde früher zu verbissen waren mit, die Leute sollen hier sein und das ist wichtig. Man aber im Grunde mit dem, was man aufgibt, alle Leute permanent da zu haben, viel mehr bekommt, nämlich Leute, die entspannter sind, die morgens länger schlafen können, die sagen, ich kann mich einfach mal viel besser konzentrieren, wenn ich zu Hause bin, oder ich habe meinen kleinen Sohn, den ich immer noch mal zumindest so ein bisschen irgendwie betreuen kann und so weiter und so fort, wie es eben so geht und die flexiblen Arbeitszeiten. Man bekommt mehr und zufriedenere Mitarbeiter, wenn man da einfach ein bisschen entspannter rangeht. Und das war also eine Erkenntnis, die ich da rausgenommen habe. Und das ist ganz großartig auch für die Zukunft. Also da habe ich mich komplett gedreht, kann man so sagen. Stefan, magst du weitermachen? Ich kann mich dem Sascha eigentlich nur anschließen. Ich fand es tatsächlich hochspannend zu hören, in welche Richtung er schon gedacht hat, weil mir oder uns geht es eigentlich ähnlich. Ich glaube, so nach die Zeit danach wird so sein, dass man das Beste aus beiden Welten eigentlich vereinen kann. Also zum einen hat man gemerkt, es funktioniert zu Hause. Zum anderen hat man aber auch gemerkt, man muss zusammenkommen. Man muss sehen, man muss auch die Kollegen sehen. Wie geht es den Kollegen? Man kann anders zusammenarbeiten. Und ich habe noch nicht die Paradelösung, aber vielleicht wird es projektfokussierter und das Gemeinsame halt im Büro und die Standardarbeit und Flexibilität zu Hause. Also ich glaube, in diese Richtung wird es gehen. Den Masterplan gibt es noch nicht, aber das ist so, was ich denke, was hinlaufen wird. Marc, wie siehst du das? Ich glaube, es gibt natürlich 100 Learnings da drin. Also wir haben es als Firma irgendwie geschafft, ein bisschen enger zusammenzurücken, auch wenn da viele Probleme drin sind und wenn es sich hier und da anders anfühlt. Aber wir haben es irgendwie zusammen hingekriegt. Das ist so ein Wir-Gefühl, das ich gut finde. Und das, obwohl irgendwie völlig unklar war,
wie oft das noch passiert, der Lockdown oder wie lange dies oder jenes passiert. Und das nächste ist das, was jetzt auch alle schon gesagt haben. Also ich glaube, der Gedanke, dass zukünftig Meetings nicht mehr online stattfinden, den kann man, glaube ich, kann man einen Haken dran machen. Also auch wenn die Leute ins Office kommen, weil sie da besser arbeiten können, werden sie keine Meetings mehr ohne Video stattfinden lassen können, weil die Leute, mindestens einer wird immer irgendwie sich zuschalten müssen. Das wird, glaube ich, dauerhaft so bleiben, selbst wenn die Leute ins Office kommen, was sie freiwillig tun können. Das heißt, wir bauen die Offices um, so Flex-Offices, wie Sascha das angedeutet hat. Das nächste ist, dass es eine Diskussion darüber geben muss, wie viel Tod nimmt man in seinem Leben in Kauf. Damit meine ich, der Virus wird bleiben, der wird sich verändern. Und im Endeffekt bleibt am Ende die Frage, wie viel Risiko bin ich bereit, gegen wie viel Leben zu tauschen. Also wie viel tödliche Krankheit nehme ich in Kauf. Und jetzt, das ist bei Masern und bei AIDS und bei ganz vielen anderen Krankheiten auch ein Thema. Und ich glaube, das ist eine gesellschaftliche Diskussion, die wir uns noch nicht trauen zu führen gerade, die danach kommen wird. Und auf die freue ich mich eigentlich, weil ich glaube, dass da nochmal für die Gesellschaft ganz viel drinsteckt. Und da glaube ich, da freue ich mich drauf, ja. Dankeschön. Matthias, der Letzte in der Runde. Ja, also was auch die Vorredner schon gesagt hat, irgendwie Remote-Arbeiten funktioniert. Es funktioniert besser als erwartet. Es gibt viele Dinge, die Remote dennoch nerven. Wenn man jetzt beispielsweise gerade bei dem Thema Produktentwicklung, dann macht aber so mal Sinn, dass man mal gemeinsam vor einem Flipchart steht. Also ich bin ja eher so der visuelle Typ. Ich habe es einfach ganz gern, wenn man da irgendwie an einem Flipchart gemeinsam was entwickelt. Ich kann das nicht mit diesen Online-Tools. Vielleicht bin ich auch die falsche Generation. Ich kriege das einfach nicht mehr hin. Ich brauche das Flipchart, ich brauche den Stift. Da freue ich mich drauf, wenn das dann auch mal wieder geht. Aber ansonsten muss ich sagen, die Flexibilität, die wir jetzt letztendlich auch gewonnen haben, auch vom höheren Management, dass es gesehen wird, es funktioniert. Ich glaube, viele Controller freuen sich, weil man viel Flächen abmieten kann, vielleicht in der Zukunft. Also ja, das ist das Statement, es funktioniert. Remote arbeiten. Super. Vielen, vielen, vielen Dank, Matthias, Marc, Stefan und Sascha. Es war wahnsinnig cool, euch hier zu hören, sowohl in der Diskussion jetzt im Q&A als auch eure Vorträge. Wahnsinnig spannende Einblicke. Ich denke, jeder von uns hat da was mitgenommen. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich ausprobieren werde. Und das genau ist dieses Ziel von dieser Veranstaltung. Wir wollen da Informationen teilen, Erfahrungen teilen, die nicht perfekt sind natürlich, aber die jedem von uns am Ende rausgehen lassen, vielleicht mit der einen oder anderen Idee, die uns hilft, diese Krise irgendwie besser zu meistern. In dem Sinne, euch vier, vielen, vielen Dank, einen schönen Abend und wir hoffen, dass wir euch beim nächsten Mal wiedersehen. Danke auch. Tschüss zusammen. Hat Spaß gemacht. Ciao. So, ja, vielen Dank auch an euch, das Publikum. Wir freuen uns über die wahnsinnig große Beteiligung hier. Wir waren, glaube ich, im letzten Mal, als ich geguckt habe, 65 Teilnehmer am Meetup. Wir hoffen, und das wissen wir noch nicht jetzt, sondern das kriegen wir von euch hoffentlich als Feedback, ob euch dieses Format gefallen hat. Es ist eine Idee gewesen, die uns ja einfach gekommen ist oder die wir diskutiert haben, weil wir in der gleichen Situation sind wie die genannten Speaker, wie ihr. Und auch wir eben da keine Patentrezepte haben. Wir planen, diese Reihe fortzusetzen in einem ähnlichen Format, aber ein bisschen anders. Wir haben verschiedene Ideen von kürzeren Vorträgen, längeren Vorträgen, Panel-Diskussionen, Roundtables, World-Cafés, wie wir dieses Thema Leadership in Zukunft in der DENOG-Community fest etablieren können. Wir freuen uns da über euer Feedback, also bitte, bitte schreibt Malte und mir, malte@denok.de, theo@denok.de, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr euch einbringen wollt und dieses ganze Thema Leadership irgendwie mit uns gemeinsam gestalten wollt. Genau, an dieser Stelle auch nochmal, es gibt im Venue-List die Möglichkeit zu raten und Feedback zu geben. Wir freuen uns über jegliches Feedback, was wir dort bekommen. Das nächste Tech-Meetup findet am Mittwoch, den 14.04. statt. Da schon mal der Hinweis drauf. Und als Save the Date für das nächste Leadership-Meetup haben wir uns den 6. Mai überlegt. Themen, Agenda, Format kommt alles noch. Und ganz zum Schluss bleibt mir noch ein Dank zu sagen, nämlich an das Orga-Team, was aus weit mehr Leuten als denen, die ihr hier vor der Kamera gesehen habt,
besteht, namentlich Stefan Funke, Patrick Bussmann, Tim Klefers, Sebastian Becker und Moritz Frenzel. Ja, die haben alle mit uns beiden zusammen hier dran gearbeitet und mit den Speakern. Und mir hat es riesig Spaß gemacht. Ich fand es auch super spannend, habe aus jedem Vortrag und aus jedem Unternehmen ein paar Impulse mitgenommen. Wir hoffen, ihr auch, und freuen uns darauf, euch das nächste Mal zu sehen. Und damit schließen wir dann für heute. Dankeschön. Vielen Dank.